whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight. But you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
This kid is a new number one driver. Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute ist wieder Montag und nach zwei Wochen Pause sind wir wieder bei Racing League eSport unterwegs. Heute hier auf dem Nürburgring und ja, haben 30 Autos wahrscheinlich heute auf der Strecke. Also werden wir ein bisschen was zu sehen bekommen in der einen Stunde, die wir uns gleich angucken werden. Erstmal steht natürlich wie immer das Qualifying bevor und wir schauen mal, wer heute dabei ist, ob wir schon mal ein paar Zeiten haben. Ja, ich habe Knacker im Ton, wahrscheinlich das hier schon wieder am Headset irgendwie. Warte mal. Da muss ich ja alles wieder neu verklinkern hier. Ist immer noch. So muss ich einmal komplett alles abschließen und wieder anstöpseln. So, jetzt ist es besser. Na, hoffen wir mal, dass es so bleibt. So, also, wie gesagt, 30 Autos haben wir. Wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde Qualifying vor uns. Wir gehen mal so ein bisschen durch, wen wir heute dabei haben. Hier haben wir nämlich den Ricardo Hillegeist, der im BMW unterwegs ist. Wir haben eigentlich eine ganz gute Markenmischung heute am Start. Ja gut, die Autos dürfen ja nicht groß gewechselt werden. Von daher, ja, wird das auch so bleiben, denke ich mal. Ricardo Hillegeist, auch der Führende in der Gesamtwertung. Relativ deutlich, schauen wir uns nachher natürlich wie immer vor dem Start direkt nochmal an. Auf der 15 aktuell, aber noch keine Zeit gesetzt. Mit der Nummer 2 haben wir Corbin Behnke. Der ist hier ja, im Audi unterwegs. Mal sehen, was da so geht heute. Mit der Nummer 6 dann Chris Kaiser, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, der dritte in der Gesamtwertung hatte Kialami gewonnen, das zweite Rennen. Hillegeist übrigens auch schon 2 Siege. Dann gehen wir weiter. Chris Soske haben wir dann auch wieder im Audi, während wir da oben schon die ersten schnellsten Runden sehen. 1,55 irgendwas, habe ich gerade nicht mehr gesehen. Gucken wir uns gleich, wie gesagt, an. Chris Soske haben wir hier im Audi auf der aktuell noch 20, hat aber auch noch keine Zeit gesetzt hier. Phil Bartel hätten wir dann im Lexus, während Hillegeist die neue schnellste gesetzt hat, 54,5. Ja, Bartel jetzt hier gerade Anfahrt zur Goodyear-Kehre hier unten, oder früher Dunlop-Kehre hieß sie. Mit der 23 haben wir Ben Utze im McLaren. Für LA Racing Ducks unterwegs. Mal sehen, ob er schon mal eine Zeit setzt. Achso, ich muss euch nochmal das richtige Overlay reinblenden, damit ihr auch die Deltas natürlich seht. Moment. Da. Da könnt ihr nämlich sehen, wer gut unterwegs ist. Und Utza, ja, hat schon mal eine Zeit gesetzt. 2,7 Sekunden nach ganz vorne. Aber ich denke, da geht noch so ein bisschen was. Nick Hussefeld, Nick Hussefeld haben wir hier noch. Der ist Vierter in der Gesamtwertung. Hat tatsächlich die meisten Siege. Ist aber auch nur 4 Rennen gefahren von den 7, die wir hatten. Davon, wie gesagt, 3 Siege. Und bei allen 4 Rennen hat er die schnellste Runde gesetzt. Also ein ganz, ganz flinker Porsche hier unterwegs mit der 24. Mal sehen, was hier heute so möglich ist, ob er wieder vorne mitfährt. Werden wir nachher sehen. Markus Kürzner haben wir dann auf der 12. Position, 13. jetzt mit der Nummer 26 im Aston Martin unterwegs. Radab Racing. Na, das geht hier in ACC zwar nicht, aber ein sehr, sehr schöner Name hier. Dann kommen wir zu Platz 9 jetzt aktuell mit der 27. Marcel Lang, der hier gerade Richtung, ja, letzten Sektor unterwegs ist. Relativ kurzer Sektor hier mit der Schikane und der Rechtskurve. Also geht sehr, sehr zügig dann auf die Stadt-Zielgerade. 0,4 Sekunden hat er im Delta. Und damit würde auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück nach vorne gehen. Hillegeist Hussfeld haben wir vorne. Witzmann auf der 3. Ja, Hillegeist schon mal eine gute Zeit gesetzt. Die anderen da gerade ein bisschen weiter weg. 0,7 jetzt hier Marcel Lang. Wir gehen mal weiter zu Lucas Santa, CF Racing Team mit der 33. Hier der Audi auf der 16. Position. Ja, aktuelle Runde sieht jetzt nicht nach einer Verbesserung aus, wenn Hillegeist nochmal vorne 3-4 Zehntel rausgeholt hat. 54,117. Dann kommen wir zum Zweitplatzierten in der Gesamtwertung mit einem Sieg in Australien auf Bathurst, denke ich mal. Der Pierre Meyer nämlich mit der 35 im Audi. Noch hat er keine Zeit gesetzt, kommt gerade erst aus der Box, wie es aussieht. Aber hat ja noch ein bisschen Zeit, hier eine Zeit zu setzen. Ja, hat er schon dabei, haben wir gerade gesehen. Thomas Weinzettel, der steht gerade in der Box, 1,353 Sekunden nach ganz vorne. Grati Bosner, Bona,
Racing Club steht hier so klein. Glaubt der Teamkollege von Pierre Meyer, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hoffe ich jedenfalls. Mal sehen, ob er noch rausfährt. Ja, da kriegen wir gerade die Antwort. Fährt jetzt raus, auch nochmal eine Runde setzen. Dann haben wir Sascha Krupp mit der 63 im Lamborghini. Auch ein Lamborghini haben wir dabei, mindestens mal einen. Gerade auf der 10. Position. Ich glaube, da glaube ich gerade, weiß gar nicht, wer BMW das ist. Könnte Hillegeist sogar sein. Verfolgt. Mal sehen, ist hier gerade nicht auf einer Verbesserung unterwegs zumindest. Deswegen gehen wir mal weiter zur 91. Chris Schneider haben wir hier, Schneider Racing. Auch im BMW M4 unterwegs mit 1,6 Sekunden ungefähr nach ganz vorne. Auch er gerade erst auf seiner Outlap unterwegs. Friedrich Golz haben wir dann den nächsten Porsche mit der 92, Swiss German Racing. Mal sehen, der steht hier auf der 4. Position. In der Gesamtwertung ist er auf Platz 8 unterwegs. Ja, letzten beiden Rennen liefen wahrscheinlich ganz so gut. Ein DNF und 0 Punkte, davor eigentlich immer relativ... Das heißt relativ jedes Mal Punkte geholt, da er hier in den Top 10 vertreten in der Gesamtwertung. Mal sehen, ob es heute auch so ist. Jetzt gerade auf die 5 zurückgerutscht. Also mal sehen, was er hier an Punkten heute mitnehmen kann. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen nach vorne dann. Sind ja noch einige Rennen, 19 Rennen insgesamt. Heute das 8. Also ja, immer noch nicht bei der Halbzeit tatsächlich. Dann gehen wir mal zu Toni Berglas. Den haben wir hier, Swiss German Racing, ebenso im M6 tatsächlich. Also hier haben wir auch einen M6 am Start. Mit der 93 durch die Schikane. 3,4 Sekunden Rückstand, 0,1 Sekunde im Delta. Letzte Kurve wird jetzt, denke ich, keine Riesenverbesserung werden, denn die nächste Position ist doch schon einige Zehntel weg. Also wird er erstmal den Abstand verkürzen, aber nicht irgendwie nach vorne rücken. Philipp Noack haben wir dann für GoFast Racing mit der 99. Der ist hier auch im M4 wieder unterwegs. Aktuell auch noch in den Top 10. Ist dabei, sich da noch weiter nach vorne zu arbeiten. Auch er kriegt hier gleich die nächste Zeit. 0,2 Sekunden scheint er auf jeden Fall nochmal mindestens rauszuholen. 0,3. Also durch die Schikane hat er nochmal ein bisschen was gefunden. Jetzt wieder ein bisschen verloren. Aber da geht es auf jeden Fall mal eine Position weiter nach vorne. Erstmal Binke davor. Ne, drei sogar. Binke davor war auch nochmal sehr, sehr gut unterwegs. André Kaufmann haben wir dann mit der 123, der ist hier im Aston Martin, wie wir sehen, für RLE unterwegs, Platz 27 aktuell. Auch da die nächste Position, kann er auf jeden Fall mal angreifen, die halbe Sekunde, die ihm da fehlt, hat er gerade im Delta, ja, und ist gerade mal mitten im zweiten Sektor, also ich denke, da geht noch einiges. Daniel Müller haben wir dann wieder in einem Porsche, Monkey Town Racing mit der 169, er... Jetzt auf einer nächsten schnellsten Runde. Ja, die aktuelle Runde ist leider ungültig. Aber auf der Position Nummer 5. Und wir sind ganz vorne, es ist doch sehr, sehr eng. Halbe Zehntel gerade mal zwischen Hillegeist und Kaiser. Also wie gesagt, die sind auch in Gesamtwertung. Platz 1 und Platz 3. Punktetechnisch allerdings ein bisschen auseinander, weil Chris Kaiser die letzten beiden Rennen nicht gefahren ist. Gibt ohnehin, glaube ich, nur 6 Piloten, die alle 7 Rennen bis jetzt gefahren sind. Gibt so ein paar, die zwischenzeitlich mal was ausgelassen haben oder erst später eingestiegen sind. Benedikt Ahlisch haben wir dann wieder im BMW. Den haben wir hier mit der 179 auf Platz 14. 1,4 Sekunden, 0,2 im Delta. Also auch da könnte es vielleicht mal so Richtung Top 10 gehen. Mal gucken, was er dann noch so raushauen wird. Hallo Schieb. Schnucki. Daniel Wing haben wir dann mit der 243. Hat noch keine Zeit gesetzt. Ist hier gerade ziemlich am Ende des Feldes. Brauchen wir nicht eigentlich mal 30 vorhin? Sind gerade wieder 29. Naja, kommt vielleicht einer wieder. Ja, er hier im Audi. Ein sehr, sehr bunter sogar, muss man sagen. Wunderschöne Farben. Mal sehen, was er für die erste Zeit setzen wird. Philipp Witzmann haben wir dann hier auf Position Nummer 3. Gesamtwertung auf der 16 tatsächlich nur. Drei Rennen nur, wo er Punkte holen konnte. Letztes Rennen sehr, sehr gut. 27 Punkte. Bin ich ganz sicher, Platz 2 müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Also, letztes Rennen lief da doch sehr, sehr gut. Indianapolis müsste das gewesen sein. Und auch hier wieder auf der 3. Position unterwegs. Allerdings ein relativ großer Abstand zu den ersten beiden. Aber zumindest hier dahinter kann er erstmal hinter sich halten. Dann haben wir den Herrn Fischer mit der 404. Aber wir finden ihn ganz gut hier im Porsche. Kommt aber gerade aus der Box. Er auch noch unterhalb von 2 Sekunden nach ganz vorne. Also auch hier wieder Mittelfeld sehr, sehr eng. Vorne haben wir gesehen, die erste Startreihe ein bisschen abgelöster. Mal sehen, da hinten haben wir noch nicht alle Zeiten oder von allen noch nicht eine Zeit. Toni Berglas da, der letzte mit einer gültigen Runde. 3,2 Sekunden Rückstand. Patrick Donzalas haben wir dann mit der 737. Wir machen einmal einen sehr großen Sprung bei den Autonummern. Dann haben wir wieder einen Aston Martin, der hier gerade ein bisschen weit rauskommt. Damit die Runde leider ungültig. Mal sehen,
8 Minuten hat er noch Zeit, 3-4 Runden sollten da noch drin sein. Dann gehen wir weiter zu Linz Live mit der 892, noch ein Porsche, die Affenbande hier, Position 20 mit 1,6 Sekunden Rückstand. Michael Schneider dann in einem Honda, auch für die Affenbande, also hier der Teamkollege. Wir sehen gerade, er kommt ja aus der Box, Linie hat er auch eingehalten, sehr gut. Darauf wird auch geachtet, auch bei der Einfahrt natürlich nachher. Da muss man sich relativ frühzeitig links oder rechts entscheiden, ob man in die Box rein möchte oder weiterfährt. Dann haben wir noch zwei Autos. Kurt Hassel haben wir dann noch hier für Monkey Town Racing mit der 911, passend zum Auto. Auch er rutscht hier weg. Ja, sehr schade. Platz 19 aktuell. 1,5 Sekunden fehlen ihm. Nächsten Position, ja, 2, 3, 4 Zehntel, wenn er da so Richtung Top 15 fahren möchte. Und wie gesagt, das letzte Auto, da haben wir noch den Patrick Dehn mit der 998. Also fast die höchste Nummer. Ist aber mittendrin im Feld auf der 13. Knapp eine Sekunde hinter der Pole Position, beziehungsweise 7 Zehntel hinter der, ja, oder fast eine halbe Sekunde sogar nur, kann man sagen, hinter der zweiten Startreihe. Ist also sehr, sehr eng da vorne. So, und wie eng das ist, das schauen wir uns jetzt mal hier an. Gucken mal, wer ist denn hier von den Leuten unterwegs. Also Hillegeist gerade schon wieder auf einer absoluten Bestzeit unterwegs. Ist aber auch gerade erst am Anfang der Runde, gerade aus der AMG-Arena raus. Da hat er schon mal so knapp eine Zehntel gefunden. Ausgang jetzt wieder vielleicht ein bisschen verloren. 54.117 hat er aktuell gesetzt. Chris Kaiser haben wir jetzt ja, wie gesagt, auf der 2 mit nicht mal einer halben Zehntel dahinter. Philipp Witzmann haben wir gesehen. 3,5 Zehntel, schöne Angabe. Aber da wird es dann so ein bisschen enger. Husfeld auf der 4 aktuell, hier der Porsche. So, aber wer verbessert sich aktuell? Das ist der Frederik Holz unter anderem. Und da kriegen wir auch gleich die Zeit. Fährt hier gerade Richtung Schikane, die schnelle Variante. Da rechts sehen wir noch die relativ langsame Variante, die, glaube ich, in der Formel 1 immer gefahren wird. Und jetzt gucken wir mal, 0,6 Sekunden. Also da geht es deutlich nach vorne. Platz 3 müsste das an sich sein, wenn nicht sogar Platz 2. Da hat nämlich gerade die 0,7 aufgeblinkt, aber reicht in Anführungsstrichen nur für die 3. Aber da hat er ein bisschen die Lücke jetzt geschlossen, die wir da vorher hatten. Also sehr, sehr starke Runde hier von Frederik Holz. Mal sehen, Husfeld. Auch 0,2 Sekunden. Auch da kriegen wir jetzt die nächste Zeit. Einmal noch rechts rum durchs Hyundai N hier. 0,1, 0,2. Mal gucken. Porsche bei der Beschleunigung ja eigentlich ganz gut unterwegs. Ja, der wird hier seinen Rückstand nochmal fast halbieren, hätte ich fast gesagt. Dann doch ein bisschen nochmal verloren. Bleibt hier auf der 4. Position. Gucken wir mal zu Hillegeist, kommt auch gerade über die Linie, gutes Timing, mal sehen, ob er sich verbessert. Hat ganz knapp nicht gereicht, also nahezu die gleiche Runde. Beziehungsweise, schien eine ungültige zu sein, war eigentlich ein Tickchen schneller als seine schnellste, andersrum. War paar Hundertstel langsamer als seine schnellste Runde. So, Husfeld hat schon wieder 0,3 Sekunden in der AMG-Arena gefunden, 0,4. Also der macht da dem Hillegeist auf jeden Fall mal ordentlich Druck. Aber wie gesagt, Husfeld, Rennen 1 und Rennen 3 nicht mitgefahren. Und seit Rennen 4, oder ab Rennen 4 hat er 3 Rennen hintereinander gewonnen. Plus die schnellste Runde, wie gesagt. Letztes Rennen auch wieder nicht mitgefahren. Ja, also wenn er öfters mitfahren würde, würde das da vorne wahrscheinlich anders aussehen in der Gesamtwertung. Hillegeist doch relativ deutlich vorne. Wie gesagt, schauen wir uns gleich in der Startausstellung nochmal in Ruhe an. Robin Behnke können wir mal reinholen hier. 0,1 Sekunde. Mal sehen, wo ist denn die 1-Sekunde-Marke bei Platz 14, die 2-Sekunden-Marke ja fast ganz hinten. Also das ganze Feld mehr oder weniger innerhalb von 2 Sekunden. Das klingt sehr, sehr vielversprechend fürs Rennen. So, vorne passiert nicht super viel, außer Hillegeist. Der hat doch mal richtig Lust da. 0,4 Sekunden jetzt hier aus dem Schumacher-S raus. Aber wir gehen mal ein bisschen weiter durch. Sascha Krupp. Ja, hier 0,2 Sekunden, Linz Live auf der 20,04, Markus Pieberg auf der 21 mit 0,5. Aber da werden noch so einige nachrücken, denke ich mal. Da wird die 1-Sekunde-Marke nochmal deutlich nach hinten gehen. Aktuell so bei Position 15, also bei der Hälfte des Feldes. Könnte sein, dass das nochmal ein bisschen sich verschiebt alles. Wäre sehr, sehr interessant fürs Rennen natürlich. Kommen wir hier bei Pieberg rein, der Porsche. Knapp eine halbe Sekunde. Also, wie gesagt, der kommt da der 1-Sekunde-Marke deutlich nah. Sollte dann Richtung Top 15 jetzt erstmal gehen. Schauen wir mal. Ja, Platz 12 sogar, 0,9 Sekunden. Und Hillegeist, ja, fast an der 53er. Ist da ganz knapp vorbeigeschrammt hier, 54,005. Damit 1,5 Zehntel vor Chris Kaiser. Ja, mal sehen, wer ihn hier einfängt im Rennen. Qualifying hat auf jeden Fall gezeigt, was er kann. Aber im Rennen ist das nochmal eine andere Sache. Da musst du das auch über die Renndistanz bringen natürlich. 1 Stunde haben wir vor uns. Einmal in die Box muss auch jeder.
hoffen wir auch mal, dass es dabei bleibt und da keiner öfters rein muss. Wir gehen mal zu Pierre Meyer rüber, dem Audi-Piloten. Der ist hier gerade durch die Gutierkehre raus. 0,4 Sekunden, also auch er hier ein Mann für locker mal die Top 10 irgendwo mittendrin. Klar, sonst wäre er ja auch nicht in der Gesamtwertung Zweiter. Schau mal, sein bestes Ergebnis, Bathurst, genau, hatte ich schon erwähnt, da der Sieg. Position 2 in Kyalami und, jetzt bin ich mir nicht sicher, irgendwas in Italien. Imola, nee, Monza müsste es gewesen sein. Das vorletzte Rennen. Ja, letztes Rennen leider nicht beendet, das erste nicht mitgefahren, aber dazwischen die 5 Rennen alle, ja, teilweise sehr, sehr gut gepunktet, wie gesagt. Mal sehen, aktuell, ja, nicht ganz vorne dabei. Mal sehen, 0,3 Sekunden hat er jetzt hier noch für die letzten Kurven, 0,4. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt für ihn, auch da vorne gleich mitzufahren, damit er nicht allzu viele Punkte verliert. So, Platz 6, sehr gut. Also ordnet sich hier deutlich in den Top 10 ein. Gucken wir mal kurz bei Fischer rein. Denn Nissan haben wir, glaube ich, nicht dabei. Ja, tut mir leid. Wenn du dich hier irgendwo eintragen willst, kannst du mal auf deren Seite gucken. Beziehungsweise, ich habe die ganzen Links hier verlinkt. Kannst auch im Discord gucken und Race-App und überall. Wenn du da auch mitfahren möchtest, auf jeden Fall. So, was haben wir noch? 1:40. Also der eine oder andere wird nochmal eine Runde setzen können. Ich guck mal, was geht vorne noch so. Chris Kaiser. Ja, scheint ein bisschen mehr als 1,5 Zehntel im Delta zu haben. Hier im Schumacher S. Wird hier gerade lila hinterlegt. Heißt also, er ist hier auf einer absoluten Bestzeit unterwegs. 0,2 Sekunden. TikTok. Tatsächlich, gar nicht gesehen. Naja, man muss ja auch an die jungen Leute denken. Also mal gucken, ob Chris Kaiser Hillegeist hier Feuer unterm Hinter machen kann. Also im Qualifying sehen wir es auf jeden Fall schon mal. Und wie gesagt, er hat ja die 4 Rennen, die er mitgefahren ist, 3 von gewonnen. Und überall die schnellste Runde. Also auf eine Runde geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Über Renndistanz letztens zumindest auf jeden Fall auch. Könnte also ein schöner Zweikampf mindestens mal werden da vorne. Hoffe natürlich, dass wir noch ein paar mehr mitmischen können. 1 Zehntel haben wir gerade zwischen 4 und 5, sowie zwischen 3 und 4. So, mal sehen, geht's auf die 1? Müsste eigentlich. Jawohl. 53, 8, 2, 5. Ja, und das wird dabei auch bleiben. Hillegeist ist nämlich bereits in der Box. Wird jetzt nicht mehr rausfahren können. Oder kann er schon, aber wird keine Zeit mehr setzen können. Also wird Hillegeist Minimum Zweiter sein. Holt geht gerade in die Box rein. Witzmann gerade auf einer ungültigen. Also da vorne scheint sich jetzt nichts mehr zu tun. Außer natürlich Husfeld. Der ist hier nochmal unterwegs auf der 5. Gucken wir doch mal. 0,1 Sekunde. Pierre Meyer jetzt auf die 5 gerückt. Hier ist er. Nee, Quatsch, wo ist er? Die 6 jetzt. Benedikt Ahlisch nämlich auf die 5. Und Pierre Meyer jetzt auf die 6. Husfeld auf die 7. Ja, die können alle nochmal eine Runde drehen. Hier ein paar Sekunden vor Schluss über die Linie. Gucken wir kurz bei Lukas Hunter rein. Wo ist der denn? Jetzt auch gleich im zweiten Abschnitt. Der fängt nämlich hier kurz vor der Kehre an. Ja, 0,2, 0,3. Wo geht's da ungefähr hin? Richtung Top 15. Nee, haben wir nicht dabei tatsächlich. Können wir uns ja gleich nochmal angucken, dann in der Startausstellung. Aber wie gesagt, sind auch nicht alle dabei, die bei der Serie angemeldet sind. Sind auch ein paar, die abgesagt haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos das waren. 8 Stück oder so. Ein paar haben sich auch gar nicht mehr gemeldet, sage ich mal. Und zumindest nicht für das Rennen. So, jetzt gucken wir mal Hunter. Aber vorne auch nochmal einige unterwegs. Wer geht denn da als nächstes übers Ziel? Husfeld. Ja, 0,4 reicht nicht ganz, 0,3 wird nochmal einen kleinen Sprung machen, denke ich. Ja, auf die 3. Position. Also vorne ist noch ein bisschen zusammengerückt jetzt. Sehr, sehr gut. Da haben doch nochmal ein paar was rausholen können. Auch Pierre Meyer, aber wer kommt hier als nächstes übers Ziel? Das ist der Lukas Hunter, 0,4. Kann er auch mitbringen hier auf die Startzielgerade. Na, ja, nicht ganz, 0,3. Aber immerhin, da wird es auch nochmal einen Tick nach vorne gehen. Auf die 17. Position. Aber auch nicht sehr weit weg von den Top 15. So, wen haben wir noch? Patrick Dehn kommt drüber. Der hat jetzt keine Verbesserung im Gepäck. Wen haben wir dahinter? Das ist der Zoske, 0,3. Ja, das wird auch nochmal nicht ganz Top 10 werden. Platz 13 nämlich. So, und dann haben wir noch Pierre Meyer. Der müsste noch fehlen. Ja, na, Platz 2 nochmal geholt. Relativ knapp an 1, also der hatte ihm noch ein bisschen was verloren im Delta. Also da vorne jetzt doch relativ eng. Naja,
Kaiser doch ein Stück weg, aber mal sehen, was hier im Rennen so geht. Hier sind wir hier in der Startausstellung und da werden wir uns gleich erstmal ja alle in Ruhe anschauen. Aber vorher, wie gesagt, werden wir nochmal auf die Gesamtwertung schauen. Aber erst werde ich hier alles, alles einstellen. Einen Boxenstopp brauchen wir. Hier sehen wir die Marken, also ein Lexus haben wir dabei, unter anderem Lamborghini auch einen tatsächlich. Einige Porsche haben wir dabei, BMW und Audi vor allem. Doch einen AMG auf der 20 haben wir tatsächlich dabei. Der fehlt hier. So, 3x5 Sekunden. Ja, warte, ich schaue nochmal kurz nach. Platz 16. Und noch irgendwo was, kann ich gerade nicht sehen. Ja, also ein paar werden jetzt hier gleich beim Boxenstopp nochmal länger stehen. Wir schauen uns kurz nochmal die Gesamtwertung an. Seit wann haben wir so viel Zeit? 7 Minuten. Ja, Pierre, habe ich auch gerade gesagt, du hattest noch viel mehr im Delta gerade, noch ein bisschen was verloren. Also hätte Platz 1 sein können. So, also, wir schauen uns mal hier Gesamtwertung an. Wir haben ja doch sehr viel Zeit, muss man gerade sagen. Also, 7 Rennen haben wir hinter uns, 19 insgesamt. Hillegeist, ja, doch ein deutlicher Abstand. Das täuscht aber so ein bisschen, muss man sagen. Er ist nämlich alle Rennen gefahren. Ein DNF hat er dabei. Sonst 2 Siege, 2 zweite Plätze, glaube ich. Das andere müsste ein Dritter sein und einmal ja, nochmal 1, 2 Plätze dahinter. Der hat also sehr kontinuierlich viele Punkte geholt, aber in Anführungsstrichen nur 2 Siege. 3 Siege hat nämlich der Husfeld, den wir hier auf der gesamt vierten Position sehen. Dann haben wir noch 2 weitere Piloten, die nochmal einen Sieg geholt hatten. Pierre Meyer in Bathurst und der Chris Kaiser in Kia Lami. Aber alle hier vorne vertreten, wie wir sehen. Also auch heute wird sich da nicht viel genommen, was die Punkte angeht. Ja, sehr spannend natürlich, aber auch da ein bisschen weiter hinten, so Platz 4, 5, 6, 7, 8, 9, beziehungsweise 7, 8, da ist schon die größere Lücke, aber davor auch noch sehr, sehr eng. 5, 6 ist hier mit gleicher Punktzahl unterwegs. Schneider und Müller, ich weiß gar nicht, ob die heute dabei sind. Schneider sehe ich, Müller sehe ich da auch. Ah, die sind auch direkt hintereinander, lustigerweise, 10 und 11, also die nehmen sich auch nicht viel. Ja, 30 Piloten insgesamt, die sich schon Punkte holen konnten. Bartel hier auf der 30 insgesamt, alle dahinter. Ja, haben noch keine Punkte holen können bis jetzt. Aber wir sehen, wie gesagt, Hillegeist hat ein bisschen Vorsprung. Aber mal sehen, wenn alle anderen regelmäßig weiterfahren, muss er da schon mal gucken, dass er auch mal vor den Leuten bleibt. Weil wenn er mal ein, zwei Rennen aussetzt, dann wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Müssen wir nochmal gucken. Moin Patrick. Ja, so sieht es also aus in der Gesamtwertung hier. Noch lange nichts entschieden. Wir gehen erst so langsam auf die Halbzeit zu. Und jetzt gucken wir mal im Detail, wer hier wo startet. Also Chris Kaiser haben wir auf der 1. Hier im Porsche. Hier vorne haben wir hauptsächlich Porsche, BMW und Audi ist tatsächlich. Ein Honda auf der 10 dann gleich nochmal. Pierre Meyer hier knapp an der Po-Position vorbei. Aber immer in erster Startreihe. So mal gucken, was da so geht. Porsche gegen Audi in der Startphase dürfte interessant werden. Dann in der zweiten Startreihe haben wir Ricardo Hillegeist im BMW M4. Neben ihm startet der nächste Porsche. Schön im Windschatten von Pierre. Hier mit der Nummer 24 unterwegs. Philipp Witzmann haben wir dann in der dritten Startreihe. Der BMW mit der 390. Platz 6 haben wir Frederik Holz mit der 92 wieder ein Porsche. Also Porsche eher links, BMW ist eher rechts in Fahrtrichtung sortiert, weil der nächste ist nämlich wieder ein Porsche auf der Innenseite. Benedikt Ahlisch haben wir hier nämlich mit der 179. Daneben mal wieder ein Audi, kein Porsche. Der Corbin Behnke auf Position Nummer 8. Dann haben wir wieder ein BMW auf der rechten Seite mit der 99. Philipp Noack ist das nämlich. Neben ihm sieht er einen Honda mit der 896, Michael Schneider. Dann gehen wir außerhalb der Top 10 mal zu Daniel Müller. Den haben wir hier im Porsche auf der rechten Seite zur Abwechslung mal. Startet hier mit der 169. Phil Bartel denn daneben, der einzige Lexus mit der Nummer 17. Dahinter wieder der Audi oder ein Audi von Chris Soske mit der 13. Markus Spielberg haben wir denn daneben. Sind das Teamkollegen? Ja. Sehr, sehr ähnliche Livery hier. Die 202, der Porsche auf der Position 14. Marcel Lang haben wir auf der 15 im BMW mit der 27. Daneben noch ein BMW von Patrick Dehn, 998. Lukas Santa im Audi haben wir auf der 17. Position. Hat gleich hier die Innenseite. Außenseite hat dann Chris Schneider wieder, der M4. Ja, dahinter der Lamborghini mit der 63, Sascha Krupp. Schauen wir mal, was er noch so rausholen kann hier aus der Kiste. Dahinter dann, glaube ich, der einzige AMG mit der 62. Also die beiden Autos haben die Markenwertung, wie ich so sehe, schon mal sicher. Die es zwar nicht gibt, aber theoretisch. Das ist nämlich der Thomas Weinzettel
Dann gehen wir zu Linz Live. Wieder ein Porsche auf der 21. Position. Neben ihm mein Markenkollege. Auch nochmal Monkey Town Racing. Also mindestens mal drei Autos hier heute am Start vom Team. Der Kurt Hassel. Oder Kurt Hassel. Ben Utzer haben wir dann den einzigen McLaren. Also auch er hat die Markenwertung sicher. Der Ben Utzer mit der 23 auf Platz 23. Sauberes Ding. Patrick Gonzalez haben wir dann im Aston Martin. Ja, die Aston tatsächlich alle hinten, wie ich gerade sehe. Auf der 24, also der bestplatzierte Aston Martin heute. Der Patrick Gonzalez. Daniel Wing haben wir dann hier im Audi mit der 243 auf Position 25. Dann haben wir nochmal für Club Racing den Herrn Fischer mit der 404. Waldkart-Bergklassen-Quali gefahren ist, habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Auf der 27 haben wir noch Markus Grützner im Aston Martin mit der 26. Der Markenkollege mit der 123, André Kaufmann für RLE, also Racing League eSport unterwegs. Und Toni Bergglas haben wir den ja, einzigen M6, überhaupt so, überall gefühlt. Split 2 haben wir, glaube ich, auch noch einen. Ja, hier der M6, also auf der letzten Position, Toni Bergglas. Wo ich jetzt nicht mehr weiß, ob er eine Zeit gesetzt hat. Wenn ja, dann war sie nicht so gut. Wenn nicht, deswegen startet er von hinten. Mal sehen, was er noch so rausholen kann. Ja, eine Minute haben wir noch bis zum Start. Dann geht es erst in die Einführungsrunde rein. Ja, Wetter sieht ganz gut aus. Ist zwar bewölkt, keine Sonne. Die blendet zumal nicht. Haben hier schon 18 Uhr abends gleich. 22 Luft, 24 Grad Strecke. Gute Bedingungen. Eine Stunde plus ein Boxenstopp, den wir hier haben. Ja, und vorne dürfte spannend werden. Wie gesagt, viele, viele da unterwegs, die auch in der Gesamtwertung vorne dabei sind. Also, ja, mal gucken, ob man da gleich angreift oder ob man sich den Gegner zurechtlegt. Eine Stunde Zeit. Ja, kann viel sein, kann auch nicht viel sein. Manchmal fährt man im Rennen und denkt so, ja, gleich ist vorbei. Aber dann wird es irgendwie doch nochmal spannend. Durch irgendeine Strafe oder durch einen Unfall kommt man nochmal ran. Und ja, dann wünscht man sich, dass das Rennen doch nochmal länger geht. Aber bin ich mal sehr, sehr gespannt. Erste Kurve ist ja auch, oder AMG Arena allgemein, ja, gerne mal ein bisschen tricky. Mal sehen, wie viele da nebeneinander reingehen werden in die erste Kurve. Auch wenn es natürlich jetzt nicht unbedingt Sinn macht, aber verleitet doch sehr, doch mal da außenrum probieren, vorbeizugehen, weil auf der Innenseite gerne Kurve 1 mal ein bisschen Stau entsteht. Also schauen wir mal, jetzt geht es erstmal in die Einführungsrunde. Wetter auf dem Massencrash. Ich weiß ja nicht. Ist die Frage, was da ein Massencrash ist. Ob das mit drei Autos schon ein Massencrash ist oder erst ab 10. Ich glaube, wir lassen die Wette lieber, weil sonst passiert es noch. Ist schlimm genug, wenn ich hier das immer voraussage, ob irgendwas passiert. Irgendwie war das gestern? Ja, gestern Abend war das. Auf Bathurst. Ein, zwei Mal habe ich irgendwas angesprochen und 10 Sekunden später ist es passiert. Also lassen wir vielleicht mal. So, ich sollte mal auf den Führenden gehen. So, ja, also eine Einführungsrunde. Da wird noch alles gemächlich gehen. Alles noch recht entspannt. Wird nochmal gucken, dass man ein bisschen die Reifen auf Temperatur hält zumindest. So richtig warm kriegt man die ja noch nicht. Aber ein bisschen Bremse schleifen lassen vielleicht. Ich verrate mal die Rolotto-Zahlen, ja. Wäre schlau von mir. Die Lottozahlen, ja. Wäre nicht schlecht. Rusfeld, du fährst doch. Das kann dir auch egal sein. Ich hab den ja nicht so laut wie immer. Ich müsste eigentlich laut genug sein, hoffe ich. Jetzt muss ich den Ingame lauter machen, weil in OBS habe ich den auf Maximum tatsächlich. Ja, 29 Autos, irgendeiner ist doch nicht dabei. Ja, so wie immer, sag ich ja. Also einer wieder runter, weiß nicht warum. Eingefallen, dass er doch noch was vorhat. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viele kriegen hier Punkte? Hab ich schon wieder vergessen. Waren es die ersten 15 hier? Ich glaube ja. Ersten 15 für die schnellste Runde. Und gab es das Qualifying auch schon was? Bin mir gerade nicht... Ach du Scheiße. Was ist denn da explodiert, Alter? Weiß gar nicht, ob es das Qualifying hier auch Punkte gab. Meine ja. Oder für die Pole zumindest. Naja, egal. Schauen wir ja dann nächste Woche, wie es in der Gesamtwertung aussieht. So, ich hoffe, der Sound geht jetzt wieder. Gab ordentlich Explosion gerade.
Kommt auch immer mal wieder vor, aber relativ selten eigentlich. Keine Ahnung, was das für ein komischer Bug ist. Aber hoffen wir mal, dass das so jetzt passt alles. Also, letzten Abschnitt gehen wir gleich drauf. Jetzt geht es ja gerade durch den Advan-Bogen. Gucken mal kurz hinten raus. Das fällt da schön im Zickzack. Ja, ich habe ja nicht mal eine Soundkarte. Das ist ja nur eine Onboard-Karte sogar. So, jetzt geht's in zweier Formation. Also, das heißt für uns einmal in die Helicam. Und ja, bin mal gespannt, ob hier Meier den Chris Kaiser am Start schon mal gefährlich werden kann. Hat zwar die Außenbahn, aber der Audi immer sehr, sehr stark beim Start. Aber der Porsche ist auch kein schlechter Starter unbedingt. Also schauen wir mal, ob es da gleich außenrum vorbeigeht. Wenn er daneben bleiben kann, neben dem Porsche, hat er ganz gute Chancen in der AMG-Arena vielleicht. Ich werde nochmal kurz was trinken. Denn jetzt geht's gleich los. So, mal sehen, ob das hier mit der Startbox passt. Irgendwie bei manchen Strecken ist das irgendwie ganz komisch versetzt hier. Aber hier sieht es ganz gut aus. Rechte Seite ist ja die Startreihe, die ein bisschen weiter vorne ist. Chris Kaiser nämlich hier im Porsche ganz vorne. Und der kommt erstmal ganz gut weg. Also Pierre Meyer kann jetzt noch nicht so direkt angreifen. Dahinter bleibt es auch relativ gleich, da alle nebeneinander. Auch dahinter der Porsche, die beiden BMWs, der Audi. Mal sehen, da hinten zu dritt in der dritten Reihe nicht so... Ja, doch, passt doch. Und vorne, der Porsche bleibt vorne. Und da der Kontakt von Pierre Meyer und von Witzemann müsste das gewesen sein. BMW. Ganz hinten gibt es noch ein bisschen gelbe Flagge anscheinend. Da muss ich mal ganz kurz runterscrollen, damit wir das nochmal mit reinkriegen hier. Auf jeden Fall, Ben Utzer ist hier beschädigt. Gucken wir mal. Oder beteiligt vielmehr. Ah, davor gab es schon ein, zwei Kollisionen. Er wird nochmal hinten getroffen von einem Audi. Da dachte er eigentlich schon, dass er vorbei wäre. Aber da hat es tatsächlich schon mal erste Kontakte gegeben. Er hat jetzt hier den Anschluss natürlich so ein bisschen verloren. Gucken wir mal kurz vorne. Pierre Meyer ist hier auf der ersten Position. Mehr oder weniger, wissen wir noch nicht so genau. Jetzt geht es nämlich hier Side by Side aus der Kurve raus Richtung Goodyear-Kehre zusammen. Und Chris Kaiser jetzt hier auf der 1. Pierre Meyer guckt links und rechts vorbei, ob er schon mal direkt den Weg vorbei findet. Denn ja, wenn er nicht mithalten kann, wäre es gut, wenn er früh vorbeikäme. Aber hat natürlich noch ganz, ganz viele Autos da am Nacken. Nick Hustfeld haben wir auf der 3, hat auch schon eine Position gewonnen. Holz hat 2 gewonnen. Alisch hat 2 gewonnen. Klar, da vorne hatte sich ja Witzmann verabschiedet, auf die 6. Position zurückgefallen. Eine Position verloren. Hier hinter seinem Teamkollegen, möchte ich mal fast sagen, ja. Gucken mal kurz ins Mittelfeld rein. Da hat sich auch schon soweit alles geordnet. Also ganz hinten hat wir den kleinen Kontakt da, oder das heißt klein. Hat auch so ein, zwei Autos erwischt. Aber hier 80-90% des Feldes ist erstmal ganz gut durchgekommen durch den Start. So, erste Runde haben wir gleich hinter uns. Mal sehen, Schikane auch immer ein bisschen tricky. Hier gehen aber erstmal alle hintereinander durch. Und hier vorne schön eng an eng. Noch keiner wirklich wegfahren können nach einer Runde. Gut, das dauert dann meistens eh noch. Mal sehen, ob Chris Kaiser da die Pace wirklich hochhalten kann, dass er da wegfahren kann. Weil Pierre Meyer natürlich hier auf der Geraden sehr, sehr stark sein dürfte, befindet sich hier gerade zwischen drei Porsche. So, erste harte Anbremszone hier, Kurve 1. Marcel Lang jetzt auch in die Box reingefahren. So, er klebt hier hinten wirklich dran. Wir gehen mal in die Heckperspektive rein. Da hinten sehen wir auch so mehr oder weniger Side by Side. Zwei BMWs, davor noch ein BMW und ein Porsche. Das müssten Holz und Alisch sein. Genau, Alisch hier der BMW, Holz der Porsche, der jetzt hier vor dem BMW ist. Dann haben wir Hillegeist. Ja, da lief es auch nicht gut. 3 Positionen verloren. Witzmann jetzt mit 2 Positionsgewinnen. Weiß noch, ob Hillegeist da gerade vorbeigegangen ist wahrscheinlich. Das müssen die beiden BMWs gewesen sein. Hinten haben wir Patrick Dehn, der gerade an Krupp vorbei ist. Genauso wie Hunter hier am Lamborghini vorbeiziehen kann. Vielleicht Außenseiter. Gibt es eine kleine Berührung. Jetzt nimmt er das Gras mit. Kann das Auto aber stabil halten. Lukas Hunter jetzt hier auf der Innenseite. Geht es jetzt zu zweit durch die Kurve. Da staut sich da hinten natürlich ordentlich auf. Da sehen wir auch den BMW von Schneider, der da guckt, ob er irgendwie eine Lücke findet. Wird aber wahrscheinlich eher schwierig. Jetzt hier Innenseite natürlich auch kein Platz. Jetzt geht es zusammen durch die Goodyear-Kehre. Und der BMW nutzt das Ganze aus. Der Lambo musste außen bleiben. Rechts neben sich hatte er den Audi. Und damit Chris Schneider jetzt hier auf die 16. Position gegangen. Holz vorne mit einer gelben Flagge. Wo ist er? Da steht da oben am Schumacher S. Da hat wahrscheinlich das Auto verloren. Oh, da hat der Morrowurf-Hügel mal wieder zugeschlagen. Oh, und da trifft er noch den BMW, den das aber nur so mäßig interessiert tatsächlich. Aber der ist da tatsächlich gerade ausgefahren. Alisch müsste das gewesen sein. Auf der 4. Position. Ja, dass der da nicht weggedrückt wurde, ist schon ein kleines Wunder. Also, da ist der Porsche mehr oder weniger abgeprallt gefühlt. Ja, aber ein bisschen Schaden dürfte er haben, sehen wir hier auch.
an der Motorhaube vor allem. Aber bleibt erstmal draußen, geht erstmal weiter. Gehen wir hier ins Mittelfeld rein. Gonzalez und Fischer. Ja, der Porsche hier ordentlich Körb mitgenommen, der Fischer. Kaiser jetzt auch mit der schnellsten Runde, 55-0. So, was haben wir? Achso, Holz jetzt reingefahren. Ja klar, gerade abgeflogen. So, kommen wir kurz bei Philipp Noack rein. Der ist hier Anfahrt Kurve 1 hinter dem Honda von Schneider. Und Alisch geht hier gerade an Hillegeist vorbei. Oder gab es da den Angriff? Gucken wir mal kurz. Ja, geht hier vorbei anscheinend. Oder verteidigt hier, bin mir gerade nicht sicher. Hillegeist auf jeden Fall auf der 5. Und der Lexus leider auch hier mit einer gelben Flagge unterwegs. Was haben wir denn da jetzt verpasst? 10 Sekunden zurück. Gerade etwas langsam unterwegs. Ja, das dürfte kein Fahrfehler gewesen sein. Scheint eher technischer Natur zu sein, der Fehler hier. Das sah nach realistischen Physik aus allerdings. So, Hillegeist hier gerade mit einer Lichthupe. Also gab es wahrscheinlich eine Berührung, laut Anzeige jedenfalls. Da staut es gerade ordentlich auf, die ersten drei da unter sich, weil die sind sich hier noch nicht so ganz einig. Also Hillegeist hier zwischen den beiden Teamkollegen fast eingeklemmt. Beziehungsweise jetzt genau dazwischen, da hinten der Audi, das ist Behnke außenrum, wollte das probieren, am BMW vorbeizugehen. Ja, aber hier gerade richtig, richtig stressig, würde ich mal sagen. Jeder guckt hier, wo er seinen Vorteil rausziehen kann. Ja, aber machst du da mal einen ganz kleinen Fehler, verlierst du mal eine Handvoll Autos. Also sehr, sehr spannende Gruppe, die wir hier sehen, aber auch vorne dürfte es nicht unspannender sein. Also mal gucken, ob wir mal kurz nach vorne schalten. Da haben wir nämlich den Porsche auf der 1, Kaiser Meier verfolgt hier vom nächsten. Und jetzt hat es hinten irgendwo ordentlich gekracht, an zwei Stellen allerdings. Also weiß nicht, ob die was miteinander zu tun hatten. Fischer hier Schumacher S und da haben wir immer noch den Lexus. Okay, das war noch von eben wahrscheinlich. Ja, Fischer, weiß ich nicht, gab eine Berührung anscheinend. Gehen wir 20 Sekunden zurück. Nee, ja doch, gab eine Berührung. Auch da einen Aston getroffen, der da doch auch nicht abfliegt. Hat aber das Auto an sich alleine verloren. Weiß gar nicht, wer war der Aston jetzt? Müsste Kaufmann sein. Nee, nicht Kaufmann, dann war es Gonzalez. Ja, Gonzalez war das hier auf der 21. Auch der hat nochmal rechts einen mitbekommen. Also genau, Timo schreibt es hier. Genau wie beim BMW eben. Also hoffen wir mal, dass sich da der Schaden nicht so sehr bemerkbar macht. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, weil ganz, ganz vorne ist es spannend. Dahinter ab Alisch auf der 4 eine schöne Gruppe. Aber ja, das ganze Mittelfeld dahinter eigentlich bis Platz 19 mal locker. Also hat sich hier vorne nicht so viel getan. Die ersten beiden sind gleich geblieben. Hussfeld hat hier eine gewonnen. Alisch hat drei gewonnen. So, Schneider an Krupp vorbei am Lamborghini hier in der AMG Arena. Ja, Weinzettel, da nämlich den AMG hinter sich. Der guckt da auch schon mal so ein bisschen, ob er da irgendwo vorbeikommt. Noch ist es nicht der Fall. So, gehen wir mal wieder hier zu Platz 8 und Konsorten. Da haben wir nämlich mittendrin den Honda von Michael Schneider. Mal sehen, ob es hier irgendwo Angriffe gibt. Erstmal nicht, wie es aussieht. Alle hintereinander durch die Kehre durch. Also da hat man sich jetzt erstmal geordnet. Guck mal, was so die Pace am Vordermann sagt oder beim Hintermann, ob der da näher kommt. Auf jeden Fall wird der Abstand hier zwischen 3 und 4 deutlich größer. Also kann auch sein, dass der Benedikt Alisch da so ein bisschen auffällt vielleicht. Fragezeichen. Wer weiß, was der Schaden so da noch zutut. Da sehen auch Hillegeist da schon ganz ungeduldig dahinter. Der will jetzt hier irgendwie mal vorbeikommen. Der will natürlich dazu den ersten dreien. Als Führende in der Gesamtwertung will er da möglichst viele hinter sich halten, um da den Puffer auch groß ja, zu halten, sozusagen. Mal sehen, ob es jetzt hier vorbeigeht vor der Schikane. Das wird sehr, sehr interessant. Ob er dagegen hält oder hält er sich zurück. Die Nase hat auf jeden Fall mal nicht vorne. Und da gibt es ein, zwei Berührungen. Gibt es wieder die Lichthupe. Und jetzt rutscht er da vorne weg, der Alisch. Und zum Glück nicht komplett über die Strecke. Hillegeist jetzt hier verliert natürlich Position. Alisch wird komplett durchgereicht. Ich habe es ja gesagt, es geht auch in die Box rein. Hat er keinen Bock drauf. Dann geht er doch lieber reparieren. So, den jetzt hier auch gegen Hunter eine Position verloren. Also und drunter und drüber hier in diesen Gruppen. Hillegeist wollte ich drauf gehen. So, mal sehen, wer kommt da gerade aus der Box. Irgendein BMW. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau war. Also, richtig ordentlich Verkehr da in den Top 10 und dahinter. So, was haben wir hier? Noch kleine Berührung. Müller verliert jetzt hier gerade wieder in Position gegen Noack. So, Weinzettel verliert hier auch einiges anscheinend. Also ich komme hier gar nicht hinterher mit den ganzen Positionswechseln, die es hier im Mittelfeld gibt. Wir gehen deswegen mal kurz nach vorne, denn da gibt es jetzt auch den Angriff vom Porsche gegen Pierre Meyer. Da ganz knapp an der Rasenkante vorbeigeschrammt. Und ja, jetzt versucht er hier irgendwie vorbeizukommen. Den Schwung konnte er wohl nicht so ganz mitnehmen. Sonst
Ja, hätte wahrscheinlich den Audi getroffen hinten. Und wir sehen, Kaiser kann von profitieren. Der ist ja schon ein paar Meter jetzt weggefahren. 2 Sekunden, 1,5 Sekunden. Das hilft ihm natürlich sehr, wenn die beiden sich hier streiten. So, Witzmann jetzt hier. Der Teamkollege von Alisch jetzt auf der 4. Also der BMW hat sich an sich gar nicht geändert. Kommen Behnke haben wir dahinter. Schneider, Hillegeist, wie gesagt, jetzt nur noch auf der 7. Hinter eine ganz kleine Lücke. Philipp Noack, der bringt noch den Müller, den Hunter und alle anderen quasi mit bis Platz 19. So, was haben wir hier hinten noch für ein Duell? Der M6 zum Berglas auf der 22 inzwischen. Hat also 7 Positionen gewonnen. Markus Grützner macht ihm gerade auch so ein bisschen Dampf unterm Hintern, würde ich sagen. Und Kaufmann verliert hier das Auto. Nehme ich mal an. Wollen wir erstmal gucken. Oh ja, deutlich zu weit raus und da verliert er das Auto erst am Ausgang. Ja, Glück, dass er gerade kein Auto direkt neben ihm war. Porsche war schon vorbei. Uzza jetzt, glaube ich, auch noch vorbeigezogen. Der McLaren, für den es jetzt auf die 20. Position geht. Also richtig was los hier und 10 Minuten sind jetzt um. Und ich glaube, das wird zumindest mal bis zum Boxenstopps oder bis zu den Boxenstopps noch sehr, sehr interessant werden. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten so in 20 Minuten reinfahren werden. Gucken wir kurz, ob Pierre Meyer sich hier noch wehren kann, wehren muss. Ja, erstmal wieder 3-4 Meter gewonnen gefühlt. Das kann schon gefühlt viel sein, wenn es hier Stoßstange an Stoßstange geht. Ja, 3 aber wie gesagt weiterhin unter sich. Jetzt steht hier wieder der Philipp Witzmann unter Druck. Corbin Behnke dahinter, die Nummer 2. Auf der Karte sehen wir so ein paar abgeschlagen natürlich da. Ich guck mal kurz. Marcel Lang auch schon mit einer DT, sehe ich gerade. Der ist auch schon 2-mal in der Box gewesen, eine DT davon. Alle schon in der Box gewesen, Frederik Holz, der Porsche war das, glaube ich, der abgeflogen war. An der Stelle nämlich zufälligerweise auch schon in der Box gewesen. Also die werden hier durchfahren. Das wird natürlich mit den Reifen nachher ein bisschen schwieriger werden. Die anderen haben dann ungefähr 20 Minuten frischere Reifen am Start. So, Berglas, Grützner, Fischer haben wir hier hinten. 22 bis 24, ein schönes Dreierpack. Und Marcel Lang steht hier oben. Jetzt ist er vom Server runter leider. Können wir uns nicht mal angucken, was passiert ist. Ja, ein Pflichtboxjob gibt's, genau. Bin mir nicht ganz sicher, ob man nachtanken muss, aber schauen wir dann. ja, einmal muss man auf jeden Fall rein. Und wir gucken mal, Husfeld kommt am Audi nicht vorbei. Kaiser vorne 1,5 Sekunden mit der schnellsten Runde 54,5. Die anderen beiden 1 Liter Pflicht. Ah ja. Die anderen beiden 2 Zehntel ungefähr langsamer. Ja, macht sich jetzt nicht so bemerkbar. Der Abstand wird jetzt nicht eklatant größer. So, das hat sich so ein bisschen beruhigt, sage ich mal. Jeder hat so einen Platz gefunden und jetzt seinen Gegner. Guck mal, hier der Honda. Auch mittendrin, Hillegeist im Nacken. Dürfte auch nicht recht angenehm sein. Der Teamkollege dahinter, Philipp Noack, auf der 8. Position. Da ging es auf jeden Fall ein Tickchen nach vorne. Guck mal ein bisschen weiter durch. Hier haben wir nämlich Hunter, Schneider, Krupp direkt hintereinander. Linz live dahinter. Patrick Dehn jetzt in die Box reingefahren. Moin, André. So, den fährt jetzt rein. Ich hoffe, dass er jetzt keine Strafe oder so hat. Ich guck mal. 5-Sekunden-Strafe hat er, genauso wie live auf der 13. Platz 14, 5 Sekunden. 19 und 20 haben 5-Sekunden-Strafen bekommen. Die stehen also, wie gesagt, dann in der Boxengasse jetzt ein bisschen länger. Hier sehen wir jetzt einen Boxenstopp. Ja, aber Husfeld, für den der Motorsound nicht laut genug sein kann, der kommt hier nicht vorbei. Also, der hat wahrscheinlich gerade was anderes zu tun, als sich hier den Motorsound anzuhören. Aber kann hier augenscheinlich schneller. Also, er klebt hier dran die ganze Zeit. Mal sehen, jetzt hier in der Dirty Air wird es natürlich ein bisschen eklig im Schumacher S, mit dem Porsche sowieso. Aber nimmt da sehr viel Körper mit. Haben wir schon 1-2 Ausritte heute gesehen. Da hat es aber ganz gut funktioniert. Aber Pierre Meyer hat ja richtig zu tun. Ja, wenn natürlich seine Punkte hier mitnehmen. Hillegeist ist ja der Erste in der Gesamtwertung auf der 7. Er der Zweite in der Gesamtwertung jetzt hier auf der 3. Würde also ein paar Punkte verkürzen. Das schmeckt ihm natürlich ganz gut. Husfeld hat aber was dagegen. Der spielt ja hier auch noch mit auf der 4. Position in der Gesamtwertung. Daher will er natürlich hier auf Pierre Meyer die Punkte verkürzen. Also sehr, sehr interessant. Hillegeist, wie gesagt, jetzt hier am Honda dran. Mal sehen, ob er es probieren kann. Nee, kriegt den Schwung nicht ganz mit. Da stand der Honda im Weg. Gab anscheinend sogar eine kleine Berührung laut Anzeige. Hat der Honda mal ein bisschen vom BMW einen Klopfer bekommen. So, dahinter.
sehen wir, dass Lukas Hunter reingeht und Chris Schneider draußen bleibt. Dahinter haben wir den Lamborghini von Sascha Krupp. So, was war Fischer los hinten? Hat hier irgendwo das Auto verloren. Huch. Ganz alleine fährt er rum und ja, da geht es sogar noch leicht in die Wand rein. Er war noch nicht in der Box, das ist die gute Nachricht. Könnte sein, dass er jetzt reinfahren wird. Schauen wir mal kurz. Aber jetzt hier, ja, im Bild links abbiegen wird. Nee, bleibt außen und damit fährt er erstmal weiter. Derweil geht auch der Zweikampf weiter hier vorne. Ja, der Kaiser doch ein bisschen mehr Luft bekommt. 2 Sekunden. Nur ein paar Zehntel hat er jetzt rausholen können oder geschenkt bekommen wahrscheinlich hier durch den Zweikampf. Ah ja, sehr, sehr spannend hier vorne. 2 und 3, Witzmann 9 Sekunden. Immer noch der Zugführer hier, sehr souverän. Bringt da alles mit bis Platz 9 mindestens mal. Auf der 10 haben wir dann nochmal einen größeren Abstand. Da ist der Chris Schneider, auch wieder ein BMW, der da einige Autos mitbringt. Dann haben wir Zroske und Pielberg im Zweikampf. Mehr oder weniger, 1,8 Sekunden. Und Gonzalez und Utzer sehen wir hier. Der Aston und der McLaren. Dahinter die Abstände jetzt aktuell relativ groß. Aber waren ja schon ein paar in der Box. Also mal sehen, wo die nachher sich wieder einordnen werden. Wir gehen wieder nach vorne. Ja, ein Audi zwischen zwei Porsche. Mal sehen, ob sich das hier nochmal wechselt. Packe euch mal kurz die Position Deltas rein. Da könnt ihr euch mal kurz einen Überblick verschaffen, wer hier gewonnen und verloren hat. Wir haben viele, viele Gewinner vorne. Die da hinten, wie gesagt, viele, die in der Box waren. Und jetzt geht's hier vorbei für den Porsche. Da war der Audi etwas zu weit draußen. Und damit haben wir den Wechsel auf der zweiten bzw. dritten Position. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer Nillegeist eine gelbe Flagge hat. Ist das wieder ein misslungener Angriff gewesen oder hat das Auto so verloren? Hat das Auto so verloren? Hier der erste Curb in der Schikane. Ja, hat ihm nicht ganz das Genick gebrochen, aber schon mal ein paar blaue Flecken eingebracht hier. Damit jetzt nur noch auf der 9, von der 3 gestartet, auf die 9 zurückgefallen. Kein gutes Rennen für ihn hier. Also, das sieht heute bis jetzt zumindest nicht ganz optimal aus. So, Pieberg geht ebenfalls in die Box rein. Yay, was ich sagen wollte, mal gucken, ob Pusswelt sich jetzt hier nach vorne arbeiten kann, zu Position 1. Weil Pierre Meyer konnte auf jeden Fall mal auf Schritt und Tritt folgen. Jetzt ist die Frage, ob er selber wegfahren kann. Während Krupp hier gerade sich die Position wiedergeholt hat gegen Schneider in der AMG Arena auf der Innenseite. Ja, schönes Manöver hier. BMW jetzt hier auf der 11. Ja, aber gegen 7 Positionen nach vorne kannst du auch erstmal nicht meckern. Ganz gute Startphase gehabt. Oh, Kurt Hassel rein. 0,3 Sekunden an Weinzettel. Ja, müsste Teamkollege von Husfeld sein. Aber sicher doch. Ja, der ist hier ja, hinter den beiden anderen Aston Martins, die wir auf der Strecke haben. Sind, glaube ich, nur die 3, wenn ich mich nicht ganz täusche. 3,6 Sekunden nach vorne, nach hinten 15 Sekunden. 8 Positionen gewonnen insgesamt. Ja, guter Start gehabt. Guten Start gehabt. Momentan kein Druck. Kann hier seine Pace fahren. Ja, ist auch ganz solide, würde ich mal sagen. Mal sehen, was da noch nach vorne geht. So, gehen wir mal hin kurz zu Schneider rüber. Ah, komm, ein bisschen zu weit raus hier. Ja, es kostet da einiges an Zeit. Das hat Kaufmann eine gelbe Flagge. Und schon wieder das Schumacher-S. Mal sehen, was wieder der rechte Curb hier oder der Ausgang. Ne, es war wieder der rechte Curb. Und André Kaufmann verliert hier leider das Auto. Ja, 9 Positionen hatte er gewonnen. Also auch eine gute Startphase. Damit er jetzt hier der letzte Aston Martin. Der Markus jetzt da vorbeigezogen auf die 18. Also, solide, genau, so würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal hier bei Monkeytown Racing. Sind ja ganz vorne mit dabei auf der 2, aber auch hier auf der 14. Position. Da ging es auch gut nach vorne. Hat hier den Zweikampf vor sich zwischen Weinzettel und Live. Gehen wir mal drauf. Weinzettel hier, Live ist der Porsche auf der Innenseite und Hasse hat hier schon mal geguckt, ob er daneben gehen kann. Ja, bringt einem das was, ist immer die Frage, weil hier Außenbahn, da kannst du nicht ganz so schnell fahren. Außer du kannst daneben bleiben, dann kannst du nämlich Ausgang der AMG Arena nochmal ganz gut gegenhalten. Sehen wir ganz oft, dass hier zu zweit durchgefahren wird und dann hier Ausgang. Meistens auch nochmal zu zweit, aber spätestens nächste Kurve hat sich dann wieder sortiert. So, Husfeld, ja, so langsam kommt er von Pierre Meyer weg. Wir sehen es hier, 1 Sekunde, Kaiser 1,7 Sekunden davor, kriegt gerade ein bisschen Verkehr vor sich. Das müsste der M6 vom Bergglas sein, ja, der aber auch schon bereits einmal in der Box war.
stand ein bisschen länger als normal. Könnte sein, dass es die eine oder andere Reparatur gab. Aber mal gucken, ob es da die Überhol- oder Überrundungsmanöver auch glücken. Wir bleiben aber 12, 13, 14 vielleicht. Auch hier wieder ein Auto zwischen zwei Porsche eingeklemmt. Eine DT sehe ich bis jetzt. So, oh, der Porsche dahin, Hussassel, da ordentlich weit draußen gewesen. Kann das Auto aber auf der Strecke halten. Hätte auch böse ausgehen können. Wäre nämlich der, weiß ich gar nicht, vierte oder fünfte Pilot gewesen, der dann ein Problem im Schumacher es gehabt hätte. Aber ein schönes Grüppchen, was wir hier sehen. So, Hillegeist. Geist. Tee wollen wir nicht verschlucken. Auf der 9. Hus fällt jetzt auch mit der schnellsten Runde. Jetzt, wo er ein bisschen freie Fahrt hat. Also weiteres Indiz dafür, dass er vorne vielleicht angreifen kann. Während alle drei hier schon am M6 vorbeigegangen sind, den wir hier unten am Bildrand sehen. So, jetzt gibt es hier den Angriff gegen Müller. Müsste das sein auf der Außenseite. Also er auf der Außenseite, der Müller auf der Innenseite. Kann da auf jeden Fall nochmal ganz gut verteidigen für Kurve 1. Jetzt ist die Frage, BMW bleibt nicht links daneben. Guckt jetzt, dass er vielleicht sich daneben bremsen kann. Oder vielleicht einen besseren Exit aus der AMG-Arena. Also viele, viele Varianten, die man hier haben oder die man hier hat zum Überholen. Ja, muss man ein bisschen gucken, wo die Stärken, die Schwächen des Vordermanns liegen. Wenn man weiß, dass er am Ausgang immer hier Probleme hat, sollte man sich darauf konzentrieren, da selber gut rauszukommen. Sagt sich immer so leicht. Ist es natürlich nicht. So, Pierre Meyer, 2 Sekunden jetzt, ja. Also Chris Kaiser, der könnte langsam eine Ahnung haben, dass er bald Besuch bekommt. Der Nikus fällt jetzt 1,3 Sekunden nur noch dran. Also wir sehen sehr, sehr eng hier vorne. Das sehen wir nicht immer überall. So, Teamkollege auf der 14 weiterhin. Der AMG da an live vorbeigegangen. Genau, da sehen wir nämlich Weinzettel jetzt vor den beiden Porsche. Gucken wir kurz auf die 5. Position. 1,5 haben wir hier zwischen Witzmann und Behnke. Dahinter haben wir ein bisschen Abstand. 2 Sekunden der Honda. Noack, alle da ganz gut aufgereiht. So 1,5, 2 Sekunden so im Schnitt. Mal sehen, Hellegeist, ob er hier den nächsten Angriff bald starten kann. Schauen wir mal kurz. Ne, wo gehen wir denn mal hin? Gucken wir hier kurz bei Fischer und Kaufmann. Die waren noch nicht in der Box. Kaufmann und Fischer, glaube ich, beide ja schon mal mit kleinen Ausritten. Genau, Fischer war der im Advanbogen und Kaufmann, glaube ich, hier im Schumacher S, wo wir jetzt nochmal durchfahren. Mal sehen, ob er das Vertrauen schon wieder gewonnen hat, dass er hier mit voller Pace durchfahren kann. Manchmal ist man ein bisschen vorsichtig nach so einem Unfall, will das Auto nicht wieder verlieren. Muss man wieder ein bisschen Vertrauen gewinnen ins Auto. Sieht aber erstmal ganz gut aus. Mal sehen, wann Fischer hier angreifen kann. Bleibt ja auf jeden Fall erstmal dran. Letzte Runde, ja gut, da war wahrscheinlich der Unfall. War ein bisschen schneller. Schnellste Runde ist er auch 1/4 schneller, der Porsche, als der Aston Martin hier. So, und vorne ist es jetzt soweit. 0,3, 0,2. Husfeld ist hier sehr, sehr stark unterwegs. Auch Kaiser, schnellste Runde, ist nur 1/10 langsamer als der Kollege hier hinten. Und Kaufmann, kaum bin ich mal weggegangen. Hier schon wieder ein Problem. In der Schikane nehme ich mal an. Schauen wir mal kurz rein. Oh, ordentlich verbremst. Geht's geradeaus, nicht ganz so wild jetzt. Aber verliert natürlich die Position gegen Fischer. So, gehen wir wieder ins Live-Bild rein. Schauen wir die beiden Porsche-Piloten jetzt. Ja, hier wenige Minuten vor dem wahrscheinlichen Boxenstopp. Mal sehen, ob es hier auf der Strecke einen Überholvorgang gibt. Oder vielleicht dann über die Boxenstrategie. Kann man sich überlegen, ob man früher oder später reingeht. Und natürlich hier einen anständigen Boxenstopp hinlegt, damit man möglichst keine Zeit verliert. Gonzalez Uzza sehen wir auf 2021, die jetzt reinkommen. Also der eine oder andere wird vielleicht ein bisschen früher reinkommen, vielleicht weil man dann Schaden hat, bleibt man nur so lange draußen wie möglich oder wie nötig, wie mehr. Also der Zweikampf sehr, sehr schön. Pierre Meyer inzwischen 2 Sekunden dahinter. Dann müssen wir kurz in den anderen Zweikämpfen gehen. Hillegeist, ja, der kann jetzt hier langsam wieder angreifen, den Porsche. Advanbogen und dann geht's hier auf die Innenseite zu zweit Richtung Schikane. Also jetzt hat er vorne auf der Innenseite. Ich denke, der Porsche wird da eher zurückziehen. Jawohl, also Ricardo jetzt an Daniel vorbeigegangen. Auf die 8. Position. Wird noch nicht ganz zufrieden sein. Und wir gehen weiter zu Schneider-Weinzettel. Da gab es keinen Angriff. Auf der 11. und 12. Position. AMG macht da anscheinend auch sehr, sehr gut Druck. Mal gucken, dahinter haben wir noch ein Duell zwischen den Liv und Hassel. Die beiden Porsche.
Was haben wir sonst noch? Ale Shanta haben wir noch eine Sekunde auseinander. Das sind also die zwei Kämpfe, die wir jetzt aktuell haben. Schauen wir mal hier hinten raus. Nehmen wir mal einen Schluck Trinke jetzt. Ja, ein bisschen weniger Wolken haben wir, aber nach Regen sieht es jetzt nicht aus. Gehen hier so ein bisschen in den Sonnenuntergang hinein oder den Abend zumindest mal. Wir sehen hier, wie das Licht schön reinscheint. Die beiden werden dafür jetzt keinen Blick haben, sage ich mal. Die werden gucken, dass sie hier verteidigen bzw. angreifen können. Vielleicht fahren wir mal mit dem Verfolger mit. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen ausmachen, wo er hier die Zeit gewinnt. Ja, er kriegt ein bisschen Windschatten natürlich. Bringt jetzt hier nichts. Hier reinhalten. Nur wenn da vorne mal einen Fehler macht, dann kann man hier außen mal sich daneben setzen. Jetzt sehen wir das. Das kann er mit mehr Schwung durch die Kurve fahren. Der Vordermann ist da etwas weiter innen angefahren, die Kurve. Aber, ja, reicht noch nicht so ganz. Mal sehen, ob er jetzt hier tatsächlich probiert rauszuscheren. Der klebt nämlich jetzt hier direkt an der Stoßstange dran, Außenseite. Kaiser muss jetzt auch wieder relativ weit innen anfahren. Daher ein bisschen langsamer natürlich hier. Also der Druck ist super groß, aber hält sich hier weiterhin auf der ersten Position. Lässt sich hier nicht beirren. Wollen wir mal kurz weiter. Hier tut sich gerade nichts. Ah, es kommt der Arm, geht so weit raus. Damit wird er auch nicht angreifen können, wirklich. Alisch ist an Hunter dran. 14 Position verloren, war aber bereits in der Box. Hunter vor ihm auch. Ist also Boxenstopp bereinigt. Tatsächlich ein Positionskampf, den wir hier sehen. So, Hillegeist kommt jetzt rein. Da sehen wir den BMW. Und auch Schneider kommt rein. Also geht so langsam los mit den ganzen Pitstops. Ja, jetzt mal auf der 4, der hält sich so bei 9 bis 10 Sekunden. Der hat auch den Behnke hinter sich. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz hinschalten. Da sehen wir nämlich den Witzmann Behnke dahinter. 2,5 Sekunden dahinter ist Schneider. Dazwischen ist noch der M6, der überrundet wurde. Der Berglas auf der, ja, 27. Position. Also viele, viele Zweikämpfe, die wir noch haben. Mal schauen, wie es nach den Boxenstopps aussieht. Wenn es normal läuft, sollten die sich alle eigentlich wiederfinden. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass hier vorne nichts passiert. Hinten ist jetzt was passiert bei Alisch und Tanta. Alisch hier gerade ordentlich langsam unterwegs. Oh, da trifft er den Audi von Hunter hinten. Der dreht sich da ein bisschen weg. Da hat er gewartet, dass er wieder vorbeikam. Platz 22 dahinter, der Porsche von Holz ist jetzt hier vor Alisch nämlich. Hat da also eine Position geschenkt bekommen. Ja, da war die Nase doch ein Tick zu tief drin vielleicht. War eine kleine Berührung nur, aber mit größeren Folgen. So, schauen wir mal bei Hassan live rein. Die beiden Porsche immer noch in der gleichen Reihenfolge. Fischer Kaufmann dahinter. Vorne, oh, vorne müssen wir, glaube ich, hingehen. 0,1 Sekunde war Hussfeld dran. Bleiben nicht weiter draußen. Oh, Kaiser hier rutscht mal in die Boxengasse rein. Ja, das ist natürlich die Chance für Nick Hussfeld, jetzt vielleicht 2, 3, 4 Runden länger draußen zu bleiben. Vielleicht kann er da ja mal so ein paar Zehntel rausholen, dass er nach seinem Boxenstopp dann vor Kaiser rauskommt. Das könnte sein Plan vielleicht sein. Wenn wir gerade Grützner da im Hintergrund sehen, den Aston Martin. Da links ist er, kommt gerade raus. Pierre Meyer bleibt auch erstmal noch draußen. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das da vorne dann ordnen wird. So, geht einer der Porsche in die Box rein. Jawohl, auch hier der vordere Porsche. Linz Live, genau. 892 fährt rein. Die 911 bleibt draußen. So, was machen die hier? Der Holz hier zwischen den beiden Autos, die gerade kollidiert waren. Da war ja BMW hinten an den Audi angeditscht. Hier schön im Dreikampf unterwegs. Waren auch schon alle drin. Ja, alle über 40 Sekunden. Mussten anscheinend alle ein bisschen was reparieren. Beziehungsweise es gab ja auch die ein oder andere 5-Sekunden-Strafe noch, muss man sagen. Aber hier haben wir schön 3, vielleicht sogar 4 Kampf. Denn der Chris Soske hier vorne, der Audi jetzt auch nicht super weit weg. Auch schon in der Box gewesen. Also da haben wir auf jeden Fall ein schönes Viererpack, die alle um die Position tatsächlich kämpfen. Während Kaiser, Müller in der Box sind. Live in der Box haben wir gesehen. Kaufmann kommt auch gerade rein auf der 14. Also die Hälfte des Feldes haben wir schon so gut wie in der Box gehabt. Mal gucken, wann die da vorne reingehen werden. So, Chris Kaiser ist jetzt auch schon wieder unterwegs. Kommt auf der 10. Position raus. Also nach einer halben Stunde ist er auf der 10. Position wieder rausgekommen. Also gar nicht so viele Autos, die noch vor ihm sind. Die natürlich alle nochmal reinkommen werden.
Damit können wir erstmal auf dem Dreierpack hier bleiben. Schauen wir mal, ob Zuske sich hier wehren muss. Da ganz links gerade aus dem Bild gefahren. Aber vielleicht gibt es erstmal den Angriff vom BMW, von Alisch gegen Holz. Alisch jetzt hier auf der Innenseite, während da der Porsche wieder rauskommt, den wir eben gesehen haben, der reingefahren ist. Linz Life müsste das sein. Der ordnet sich hier hinter der Gruppe ein. Ah, sehr ärgerlich für ihn. Hätte sich vielleicht gewünscht, dass er davor rauskommt. Jetzt muss er sich hier durch drei, vier Autos kämpfen. Damit haben wir jetzt hier fünf Autos schön dicht zusammengepackt. Sieht sehr, sehr interessant aus, würde ich mal sagen. Mal gucken, wer hier wen angreifen kann. Weil Alisch, ja, wie gesagt, der hat jetzt nämlich einen Gegner hinter sich, dessen Reifen noch nicht so ganz im Betriebsfenster sind. Aber in zwei Runden spätestens könnte er vielleicht ein Problem kriegen. Schauen wir mal, ob Live da wirklich angreifen kann am BMW. Oder er vielleicht abwartet, was vor ihm passiert. Er sieht natürlich, dass das da sehr, sehr eng ist vor ihm. So, was macht Weinzettel? An Krupp dran. Pierre Meyer jetzt auch reingefahren übrigens. Da steht er ganz vorne. Kann also sehr, sehr zügig den Pitlimit rausnehmen. So, Husfeld bleibt weiterhin draußen, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, der probiert vielleicht einen Overcut. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, wo auf Weinzettel gehen. So, ihr seht es links, die Einsen werden weniger und weniger. Da fehlen jetzt, 8, 9 Autos nur noch. Also gehen die meisten noch sehr, sehr pünktlich zur Hälfte rein. Ja, wir sehen hier schön den Sonneneinfall hier. Sieht sehr, sehr schön aus. Sehr romantisch. Aber romantisch ist es in den Autos dann eher nicht. Mal sehen, ob er jetzt nochmal angreift. Die müssen ja beide noch in die Box rein. Kann auch sein, dass er sich jetzt erstmal zurückhält, weil er vielleicht eh gleich reinfährt. Ja, vielleicht kommt er ja am Lambo vorbei. Gucken wir mal, ob wir das nochmal im Auge behalten können. Ob der AMG dann am Lambo vorbei ist. Wir gehen mal wieder hier zu unserer Mittelfeldgruppe. Haben wir aktuell noch keinen Angriff gesehen. Fischer wird gerade überholt. Der steht aber auch gerade in der Box. Alle eine Position nach vorne gerückt. Ja, und der Linz dahinter, der Porsche, kann auf jeden Fall aktuell keinen Druck ausüben auf die Gruppe hier. Muss aber nicht schlimm sein, wie gesagt. Wenn da vorne was passiert, hat er ein bisschen Puffer, um zu reagieren. Also den dürfen wir auf jeden Fall nicht abschreiben. Aber Lukas Hunter auch unter Druck hier vom Porsche von Holz. Ja, mal machst du selber Druck, mal kriegst du den Druck. So, vorne gehen jetzt auch alle rein. Auch Husfeld ist reingefahren. Das sind alles Boxen. Einfahrten. Ah ja, hier sehen wir jetzt beide gleichzeitig rein. Also das werden sie dann gleich sehen in, ja, bis zum ersten halben Minute, wer denn hier vor dem anderen sein wird. Anbremszone hier nochmal vielleicht nochmal eine Zettel rausgeholt. Damit haben wir fast alle in der Box gehabt jetzt. Bartel müsste noch fehlen, der Nexus auf der 12 und der Witzmann, der jetzt hier aktuell mal die Führung übernommen hat, wird auch noch irgendwann reinkommen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was sich gleich vorne getan hat. Wo ist Pierre Meyer? Der ist hier. Der ist vor Kaiser, sehe ich gerade. Jetzt weiß ich nicht, ob Kaiser eine Strafe hatte, 5 Sekunden. Würde hinkommen. Der stand 37 Sekunden oder 38 ungefähr. Weiß nicht, ob er eine Strafe hatte, 5 Sekunden. Würde hinkommen. Daher ist Pierre Meyer erstmal vorbeigegangen. Hier am Kaiser, der ja eben geführt hatte. Jetzt ist die Frage, wo Husfeld rauskommt. Der kommt hier vorne schon raus. 32 Sekunden stand da, also Reifenwechsel müsste er gemacht haben. Ja, dürfte dann gleich die Führung übernehmen. Dann vor Pierre Meyer, der ist nämlich jetzt auch auf der Strecke auch dahinter. Und Kaiser. Ja, also Kaiser 2 verloren. Husfeld Meyer jeweils eine Position jetzt gewonnen nach dem Boxenstopp. Schauen wir mal, was sich da entwickelt. Abstand auch relativ groß, muss man sagen. 3 Sekunden hier zwischen Husfeld Meyer. Und die standen ziemlich exakt oder waren ziemlich exakt gleich in der Box zeitlich. Also von der Dauer her. Mal sehen. Interessant, interessant. So, interessant ist auch hier. Holz schon wieder unter Druck vom BMW. Da kommt der AMG raus. Wo ist denn der Lambo, den wir dann noch vermisst haben? Oh, 3 White hier. Oh, da gibt es den Kontakt. Da macht er aber gleich die Tür auf wieder. Oder die Lenkung auf. Hat das wahrscheinlich gleich bemerkt. Wo ist denn der Lambo auf der 9? Oh, da rutscht er gerade weg. Verliert jetzt gegen Müller die Position. Ja, aber ist vor dem AMG, ne? Ja, Weinzettel ist deutlich dahinter tatsächlich. 42 Sekunden stand er. Der Lambo Krupp 35, 5 Sekunden Unterschied. Lambo hat sich hier vor dem AMG halten können, den Abstand vergrößern können und sogar noch einige Autos dazwischen. Also auf Position 12 bis 18, gerade richtig, richtig eng gepackt hier. Guck mal kurz dahinter, passiert nicht viel. Vorne müssen wir ein bisschen abwarten. Chris Kaiser, Meyer 1,5 Sekunden dran. Und wie gesagt, hier Müller und der Lamborghini gerade noch im Zweikampf gewesen. Mal sehen, ob Müller jetzt hier wegfahren kann. Hat auf jeden Fall viel, viel freie Fahrt. 3,6 Sekunden. Davor der Honda
ja, relativ einsam, muss man fast sagen. 5 nach vorne, 4 nach hinten. So, kommen wir kurz bei Utzer rein. Haben auch schon länger nicht mehr ein Bild gehabt. Der McLaren hier auf der 18 an Frederik Holz dran. Der ist hier sozusagen der Letzte in diesem schönen Train, den wir hier sehen. Also da wird auf jeden Fall noch einiges passieren, denke ich, für die letzten 26 Minuten. Auf jeden Fall ist es angerichtet. So, Witzmann jetzt auch reingefahren. Damit müsste er der Letzte sein, der in die Box ist. Der Lexus war nämlich auch schon drin, der Bartel auf der 25. Jawohl, jetzt haben wir die Pflichtboxenstopps absolviert. Können wir ausschalten. Und er kommt auf der 4. Position raus. Von der 5 gestartet, jetzt auf der 4. Und ja, was noch interessanter für ihn oder besser für ihn sein sollte, eine gute Nachricht, dass er auch viel, viel Platz nach vorne und vor allem nach hinten hat. Kann hier also seinen Stint, seinen zweiten Stint sozusagen in seiner Pace fahren. Und gleich darauf hoffen, dass vorne nochmal was passiert. Aktuell sieht es nicht ganz danach aus. Husfeld also hier auf der 1 jetzt. Inzwischen mit 3,8 Sekunden. Pierre Meyer dahinter hat 3 Sekunden Vorsprung vor Chris Kaiser. So, Hunter Zoske gab es gerade zumindest mal einen Zweikampf. Ja, das ist hier die Spitze dieser kleinen Gruppe. Hunter jetzt hier führt den ganzen Train an. Gucken wir mal hinten raus. Vielleicht sehen wir da irgendwo einen Angriff. Da sehen wir ja auch noch den AMG, der da schon mal ein bisschen auf der Innenseite geguckt hat. Ob er da an Alisch irgendwie mal vorbeikommt oder zumindest die Nase reinhalten kann. Reicht ja meistens. Dann geht da vorne man vielleicht mal ein bisschen weit und dann kannst du durchziehen. Also bei der Gruppe können wir, glaube ich, erstmal bleiben. Ah, Linz Live auf der 16, der blaue Porsche war das, glaube ich. Der scheint hier nicht ganz mithalten zu können. 2 Sekunden der Abstand. Kriegt selber Druck da von Holz und Utzer. Die sehen wir nämlich da ganz hinten, die 3. Also mal sehen, wer da vielleicht irgendwo angreifen kann und dann vielleicht auf die hier vorne aufschließen kann. Wir gucken kurz. Gibt es hier den Angriff außenrum? Muss er aufpassen, der McLaren dahinter. Haben wir vorhin schon gesehen. Kann dahinter mal gern auf die Innenseite gehen und das Ganze ausnutzen. Aber erstmal noch nicht. Ah, hat den gerade überholt, okay. Oh nein, Utzer, und er verliert hier das Auto. Wahrscheinlich, nehme ich an. Ja. Klassiker an der Stelle. Sehr, sehr schade für Ben Utzer. Der hat sich nämlich jetzt hier aus der Gruppe natürlich verabschiedet. Markus Spielberg sehen wir dahinter. Der wird sich freuen. Oh, eine Position, die ich mir schnappen kann. Vielleicht erledige ich es jetzt aber von selber. Weiß nicht, ob Utzer weiterfahren kann. So, eine SG30 gab es auch nochmal für die 91, sehe ich gerade. Das war Chris Schneider, der BMW hier. 27 Autos nur noch, haben 2 verloren. Ich weiß gar nicht, wer weg ist. Auf jeden Fall 2 Autos nicht mehr damit von der Partie. Also eine DT, eine SG30 hatten wir. Ich gucke kurz in-game, ob wir noch irgendwo Strafen haben. Ja, für Alisch, wo wir gerade drauf sind, gibt es nochmal 5 Sekunden drauf. Dann am Ende des Rennens. Moin Oliver. So, Alisch jetzt hier gegen Weinzettel außenrum. Ja, das wird eher schwierig. Jetzt hier schön links halten, dann kann man den Schwung aus der AMG-Arena rausnehmen und dann vielleicht sich mal daneben setzen. Wird aber auch immer sehr, sehr eng, aber hier klappt es auf jeden Fall nicht. Spielberg dahinter, Utzer, der ist übrigens draußen geblieben. Muss nichts heißen. Viele probieren erstmal 1-2 Runden, wie sich das Auto so verhält. Wenn man jetzt nur 2-3 Zehntel verliert, lohnt es sich jetzt nicht nochmal reinzufahren zum Reparieren. Aber ja, wenn die Lenkung komplett schief ist, können wir mal vielleicht mitfahren. Dann lohnt es sich auf jeden Fall reinzufahren. Weiß nicht, ob wir das hier ausmachen können. Nee, scheint noch halbwegs intakt zu sein. So, was haben wir hier? Hier gab es auch irgendwie gerade ein bisschen Kuddelmuddel. Guck mal, hier war Zoske. Oh, der AMG. Was hat der denn da veranstaltet? Da gab es anscheinend die Kollision mit dem Audi. Weiß nicht, ob er da vielleicht zu spät auf der Innenseite auf der Bremse war. Auf jeden Fall hat Live jetzt die Position wieder verloren. Holz ist nämlich jetzt hier vorbei. Und Utzer hat jetzt hier auch die Position gegen den Porsche verloren. Und Patrick Dehn, der ist direkt dahinter. Ah, ich denke mal, dass Ben Utzer in die Box fahren muss. Oder er schleppt das Auto hier ganz langsam ins Ziel. Aber sind noch 22 Minuten. Langer, langer Weg. Also, guck mal ganz vorne, da tut sich nichts. Da haben wir 4,6 und 2 Sekunden zwischen 1, 2, 2, 3. Also die Action spielt sich tatsächlich hier im Mittelfeld ab. So, Holz jetzt hier 0,3 am AMG dran. Oh, ein bisschen unruhig hier am Ausgang. Jetzt ist Linz Live doch direkt dran an der Gruppe. Also mal sehen, ob er jetzt vielleicht mal mithalten kann und angreift. Während Bartel der Lexus dann auch noch im
ja, fast Dreikampf ist. Vor sich hat er den M6. Hinter sich hat er noch den ersten Martin von André Kaufmann. Mittelfeld hinten ist was los, vorne. Ja, weiß ich nicht. Ich denke, Hussfeld sollte das nach Hause fahren können. Mal sehen, ob Kaiser am Meier nochmal rankommt, 3 und 2. Jetzt gucken wir erstmal, ob der Lexus am M6 vorbeikommt. Sieht so aus. Ich glaube, der M6 hat sich da jetzt nicht eklatant gewehrt. Weiß gar nicht, wie schnell ist er denn? Naja, ist auch deutlich langsamer als viele andere. 1,58,1 jetzt momentan seine schnellste Runde. Da sind die meisten doch 1 bis 2 Sekunden schneller, wie ich das hier so sehe. Was die schnellsten Runden angeht. Also fährt ohnehin rein. Hat sich hier erledigt. So, Utzer ist auch reingefahren. Geht also doch nicht so weiter. Und damit, ja, gucken wir wieder hier. Wer führt jetzt hier den ganzen Zug an? Das ist der Benedikt Alisch. Ich glaube, das kennt er schon ganz gut. Ich meine, vorhin hat er auch schon mal einen Zug angeführt hier. Frage, ob er sich hier mal entkoppeln kann. Swoske direkt dahinter im Audi. Dann AMG, dann 3 Porsche. Ah, wollte gerade sagen. Wollte noch die Kamera wechseln. So, ein Drittel des Rennens haben wir noch vor uns. 20 Minuten. Vorne, wie gesagt, jetzt nicht super spannend. Die Abstände da jetzt keine Rad- und Rad-Action. Auch in den Top 10 allgemein sind es so 3, 4 Sekunden, zum Teil 7, 8. Also schön aufgereiht. Ihr seht es auf der Karte ja auch relativ gleichmäßig. Während Utz da hinten gelbe Flagge hat. Lässt wahrscheinlich aber gerade ein paar Leute durch. Kam ja gerade erst wieder aus der Box nach der Reparatur. Und wird wahrscheinlich vom einen oder anderen überrundet gerade. Aber hier im Mittelfeld, wie gesagt, Platz 13 bis Platz 19. Also schön hier 6, 7 Autos. Mehr, naja, nicht ganz. Bis Platz 18. 7,7 Sekunden. Haben wir eine gute Handvoll Autos, die hier nochmal, ja, sich einig werden müssen, wer hier in 19,5 Minuten in welcher Reihenfolge ins Ziel kommt. Hier geht es ja auch nochmal um die letzten Punkte, glaube ich. Wenn ich jetzt täusche, erst um 15 müssten, glaube ich, welche bekommen. Das heißt, hier könnte der eine oder andere nochmal leer ausgehen. Moin moin, danke für dein Raid. Herzlich willkommen alle. Hier für die Schlussphase noch. 20 Minuten, wie gesagt, haben wir noch. Hoffe, ihr hattet auch ein schönes Rennen. Und viel Spaß. Ja, hier ist es vorne nicht ganz so super spannend im Moment tatsächlich, sondern eher hier im Mittelfeld. Seht ihr hier Hunter Hassel da auch 2 Sekunden auseinander nur. Müssen wir mal beobachten, wer da vorne vielleicht nochmal den einen oder anderen einholen kann. Ein paar Runden warten. Wir schauen mal hier. Also Alisch kann sich, glaube ich, ein bisschen absetzen hier von der Gruppe. Wir sehen ihn hier auf der 13. Hussfeld jetzt mit der schnellsten Runde 54,3. Ja, Alisch setzt sich hier leicht ab. Könnte vielleicht den Hunter, den wir da unten gerade noch gesehen haben, gefährlich werden. Jetzt muss Swoske sich hier verteidigen gegen den AMG, den wir eben schon in der Goodyear-Kehre gesehen haben. Mit einer Kollision mit dem Audi. Hoffen wir mal, dass es diesmal ein bisschen besser funktioniert hier. Und Holz dahinter irgendwo abgeflogen. Oh nein, es ist schon wieder das Schumacher-S. Ne, eine Kurve dahinter, rutscht da weg. Und da kriegt er das Auto zumindest mal wieder unter Kontrolle. Oh, es bleibt da stehen. Jetzt ist er in die Box rein. Okay. Weiß nicht warum, ob es einen technischen Defekt gab. Nicht so viele DTs wie erwartet. Ja, irgendwann lernen es alle, ne? Wo die DTs oder wo die Cuts kommen und wo nicht. Ja, auch eine sehr, sehr spannende Strecke auf jeden Fall. Aber auch hier auf dem Nürburgring. Ja, geht doch einiges. Einer hat sich gerade verabschiedet, wie ihr gesehen habt. Der Porsche hier von Holz jetzt auf der letzten Position in der Box. Und jetzt haben wir hier noch einen Dreikampf, weil Alisch sich ja davon stiehlt. Also dümmt sich so ein bisschen aus. Gucken wir mal, 17 Minuten haben wir noch. Wäre schön, wenn es noch ein bisschen in den Zweikampf ginge. Oder es so bliebe. Dann davor, gucken wir ganz vorne. Ja, tut sich auch nichts. Wird keiner dem Vordermann so richtig gefährlich. So, der AMG, ja, muss er jetzt fast gegen den Porsche verteidigen. Hier außenrum einfach mal vorbeigeht und gibt ihm noch mal leicht einen mit. Kann hier das Auto aber abfangen. Oh, das hätte auch schief gehen können. Aber Linz Live da war deutlich schneller am Exit der AMG-Arena. Hat er wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen, dass sein AMG nochmal ein bisschen getroffen hat mit seinem Heck hinten rechts. Also mein Zettel hier mit dem einen oder anderen Kontakt. Ja, insgesamt 4 Positionen nach vorne. Das ist die gute Nachricht. Können ja mal wieder Position Deltas einblenden. Sind ja alle jetzt durch mit den Boxenstopps. Und können vielleicht mal kurz ein bisschen durchgehen. Hussfeld jetzt hier 3 Positionen gewonnen. Nach dem Boxenstopp auf die 1 gegangen.
Und der Vorsprung, ja, baut sich doch ganz gut aus hier, auch Richtung 5 Sekunden aktuell. Pierre Meyer auf seiner zweiten Position geblieben. Ja, dürfte ihn freuen. Hillegeist auf der 5, der Führende, der vor ihm ist in der Gesamtwertung. Muss aktuell ein paar Punkte federn lassen. Auf der 3 haben wir Chris Kaiser, der heute auch wieder ordentlich Punkte mitnehmen kann. Ja, von der ersten Position gestartet. Hier aktuell jetzt auf der 3 nach dem Boxenstopp. Ja, stand auch am längsten von den dreien hier vorne. Wie gesagt, weiß jetzt nicht, ob er eine Strafe hatte. Philipp Witzmann haben wir auf der 4. Position. Eine hat er gewonnen. Gerade relativ einsam unterwegs. Ja, wie fast alle dahinter. Sehen vielleicht den Vordermann in der Ferne, aber so Rad an Rad haben wir hier vorne nicht. Hillegeist, wie gesagt, der Führende der Gesamtwertung auf der 5. Corbin Behnke haben wir im Audi auf der 6. Hier ging es alles so zwei Positionen nach vorne, auch bei Philipp Noack, den wir hier sehen im M4. Auf Position 8 haben wir Michael Schneider, den Honda hier, und hinten Kaufmann verliert schon wieder irgendwo das Auto. Im Schumacher S war das wieder. Aber wir gehen mal weiter. Auf der 9, da haben wir den Daniel Müller. Hier der Teamkollege von Husfeld, ne? Ja, von Husfeld. Dann haben wir den Lamborghini auf der 10. Der hat auch 9 Positionen gewonnen. Sehr, sehr gut. Sicherlich profitiert von dem, was gab's hier? Kontakte zwischen Live und Weinzettel mal wieder. Eieiei. Schon wieder Ausgang AMG Arena. Oder davor war das wahrscheinlich schon. Weil hier sehen wir keinen Kontakt. Da gibt es wieder die Lichthupe vom AMG. Aber die beiden haben gerade richtig Spaß. Bleiben wir mal ganz kurz drauf. AMG versucht jetzt hier Richtung Gutierkehre innen sich daneben zu bremsen. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Letztes Mal gab es dann Kontakt. Das haben wir nicht ganz gesehen, was passiert ist, aber ich denke mal, sah so aus. Ja, geht da nicht vorbei. Auch der Lexus hier nochmal am Start. Oh, oh, Daniel Müller verliert das Auto auf der 9. Position. Oder das denn verloren? Auch hier an der Stelle, wo der, ich weiß nicht, der Porsche war das noch, der Weiße mit der 404, glaube ich, war das. War das der Fischer, glaube ich, der das Auto da auch schon mal verloren hatte. Ja, das ist in Position verloren, denn der Lamborghini ist gerade vor ihm. Da hat der Sascha Krupp nochmal eine Position geschenkt bekommen. So, fahren wir mal mit hier. Boah, wir sehen den Topspeed-Überschuss. Und jetzt wird er hier die Nase reinhalten. Nein, wird er nicht reinhalten. Mal kurz angetäuscht, aber dann zieht er zurück. Ein paar Spielchen hier, die man auch mit dem Vordermann spielen kann, ganz gut. So, Bartel jetzt hier an Fischer vorbeigezogen. Aus der Gutierkehre raus wahrscheinlich. Oder in der Gutierkehre, wie wir sehen, ist es anscheinend passiert. Mal gucken, Hunter an Alisch vorbei. Nee, Alisch müsste auf Hunter aufgeholt haben. So rum ist richtig. Genau, der hatte sich aus der Gruppe gelöst hier. 7,5 Sekunden und Weinzettel jetzt außenrum erste Kurve am Porsche. Ja, das könnte gut gehen. Jetzt kommen nämlich erstmal zwei Linkskurven, relativ eng. Wenn er jetzt die Nase gut vorne halten kann, aber ich behaupte mal, dass der Porsche jetzt außen gegenhält und am Ausgang dann die Innenseite hat. Ah, reicht nicht ganz, geht doch dahinter. Also Thomas Weinzettel jetzt der Arm, geht doch am Porsche vorbeigezogen. Ja, ist die Frage jetzt, ob er den Zoska auch nochmal sich schnappt. Das ist der Audi, der jetzt da nicht wirklich wegkam, obwohl da hinter ihm zwei, drei Runden ein bisschen Heckmeck war. Also schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal zu Alisch auf der 13. Was tut sich vorne? Ja, nix. 5 Sekunden, 3 Sekunden, 7 Sekunden Abstände. Ja, schade. Vor dem Boxenstopp sah es da sehr, sehr interessant aus vorne. Nach dem Boxenstopp hat es sich gut auseinandergezogen. Also, das heißt gut, aber deutlich weiter auseinander, als es vor dem Boxenstopp war. Wir müssen wieder ein bisschen entscheiden. Hier haben wir den Zweikampf und dahinter haben wir ja ein paar Meter dahinter den Zweikampf zwischen dem AMG und dem Audi, der mir augenscheinlich schneller ist als der Zoske. Nicht nur augenscheinlich, auch die schnellsten Runden bestätigen, dass eine halbe Sekunde war Zettel zumindest mal schneller als Zoske in diesem Stint. Ihr seht, da macht er auch schon wieder Druck auf der Innenseite. Zeigt sich mal im linken Außenspiegel von Chris Zoske. Naja, Hunter muss hier schon auf die Innenseite gehen. Der BMW, der kommt ihm da sehr, sehr nah. Mal gucken, da Innenseite dürfte kein großer Platz sein. Da kommt nämlich Grünfläche. Das muss man wissen, sonst fährt man da direkt drauf.
Alles gucken, dass man hier irgendwie mit mehr Schwung durchkommt. Daneben geht. Mal sehen, ob er es hier schafft. Hier rutscht man auch gerne mal weg. Das kann man dann auch ganz gut ausnutzen, auf die Innenseite zu gehen. Aber Lucas Hunter, der macht hier keinen großen Fehler in der AMG Arena. So, 25 Autos. Also der eine... ich weiß nicht mehr, wer das war. Leider auch nicht mehr dabei. Ben Otzer, der McLaren schon wieder in der Box, wie es aussieht. Schon etwas länger. Ich hoffe, der fährt noch weiter. Auch wenn es für ihn nicht mehr viel zu holen gibt, wahrscheinlich. Ja, schön Zweikampf, den wir hier sehen. Gucken. AMG macht weiter Druck. Tut sich vorne irgendwas. Müller-Krupp haben wir jetzt 1,2, 1,3. Mal sehen, ob der Porsche sich die Position gegenüber dem Lambo nochmal wiederholen kann. Er hatte ja selber den kleinen Fehler. Daher der Lambo ja nur vorbeigegangen. Könnte also sein, dass wir in den letzten Minuten nochmal einen Angriff sehen. Bleiben weiterhin jetzt hier auf der 14, 15 und 12 und 13. Oh nein, Lucas Hunter mit einer gelben Flagge. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Dann Disconnect? Nee. Oder doch? Der taucht mal ab hier. Ich weiß nicht, wo er hingefahren ist. Auf jeden Fall wird er jetzt komplett durchgereicht natürlich. Nehmen wir an, dass da irgendwie ein Disconnect oder irgendwas war. Ja, Lukas bestätigt uns das. Dive 2.0. Ja, das nicht. Ja, sehr, sehr schade. 25 Autos noch. Damit haben wir natürlich einiges hier in der Position wieder gewonnen. Weinzel jetzt hier auf der 14 unterwegs. Immer noch an Position 13 dran. Damit hat sich der Zweikampf davor natürlich erledigt. Aber Müller und Krupp, wie gesagt, eine Sekunde auseinander. Weinzettel hier ein bisschen off-track. Ja, live kann das nicht ausrüsten. Er hat mehr Schwung, muss aber eher aufpassen, dass er da nicht drauf knallt. Ja, Disconnect ist immer nervig. Und vor allem bei einem Sprintrennen. Ob nach 5 Minuten oder nach 5 Minuten vor Schluss, ändert, glaube ich, auch nicht so viel. Ja, sehr, sehr schade. Damit noch 24 Autos. Auf der Strecke 30 waren es beim Qualifying, zumindest am Anfang. 29 waren es im Qualifying, dann glaube ich in der Startausstellung. Haben wir doch eine Handvoll Autos verloren hier. Ist doch relativ viel, muss man sagen, für so ein Sprintrennen. Ich meine, beim Endurance passiert das ja auch irgendwann auch mal, aber... Ja, viele, viele Autos verloren. Aber an Zweikämpfen mangelt es trotzdem nicht, weil Müller kommt im Lambo näher und näher. 0,7 Sekunden. Da gehen wir mal kurz drauf, schauen uns das mal an. Sascha Krupp hier muss um Position 9 bangen. Hustelt vorne 6 weg. Meier nochmal 3,6 Sekunden. Witzmann 6. Ja, ich weiß, ob Hillegeist nochmal die Position 4 angreifen kann. Können wir eigentlich uns mal die letzten 3 Runden anschauen. Machen wir doch mal glatt hier. Oh ja. Da war Hillegeist 1,1 Sekunden schneller die letzten 3 Runden insgesamt. Könnte nochmal spannend werden vielleicht. 2 Sekunden. Nur der Abstand zu dem BMW Kollegen hier, da sehen wir die beiden nämlich. So, mal sehen, der Führende ist gerade Ausgang der AMG Arena. Noch 5 Runden würde ich schätzen, haben wir jetzt vor uns. Ja, Ben Utzer steht in der Box, wie gesagt, der McLaren auf der 24. Also 23 Fahrzeuge tatsächlich nur auf der Strecke, die sie auch schon sehr, sehr gut verteilt haben. Gut aufgereiht hier. Ist ganz gut vielleicht für den einen oder anderen, kann er in Ruhe das Rennen zu Ende fahren. Haben wir hier den Zweikampf. Hillegeist vorne 1,5 Sekunden holt auf. Müller immer noch nicht direkt am Lambo dran, 0,7. Deswegen bleiben wir weiterhin hier auf Weinzettel, der hier... denke doch schneller kann als der Audi. Im Moment jetzt außenrum wieder. Nee, hält sich zurück. Guckt, dass er vielleicht einen Switchback machen kann. Mit mehr Schwung raus. Oh, jetzt ist Müller hier mit der gelben Flagge unterwegs. Das sieht aber auch hart nach Disconnect aus. Also der Lambo ist jetzt hier den Verfolger offenbar losgeworden, möchte ich mal sagen. Ja. Ah, noch einer hier, der weg ist leider. Nee, da ist er doch wieder. Ah, nee, dann war es... Okay, dann war es nur bei mir oder beim Server so. Müller doch noch unten, oder? Nee, das kann ich nicht mal anklicken. Wo ist er denn? Das ist Hassel. Nee, jetzt ist Müller doch Disconnect weg. Ja, da haben wir noch 23 Autos. Dünnt sich gerade ein bisschen aus hier gegen Ende. 22 Autos. Ach du meine Güte. Wir haben immer weniger Leute hier. Zumindest auf der Strecke. PWA Sim Racing, danke auch nochmal für euren Raid. Ganzen PWA-Streams hier rüber geradet. Ja, zumindest gibt es mehr Zuschauer, dafür weniger Autos auf der Strecke. Auch mal ganz nett.
Hoffe, Kota lief bei euch auch halbwegs anständig. Auch nicht so viele DTs. Aus Split 3 warst du, ne? Ja, gab's nicht so viele, habe ich gehört. So, also, ja, hier zusammengefasst, vorne nicht super spannend gerade. Nach dem Boxenstopp jedenfalls nicht. 4-5 rück gerade zusammen. Dann gerade ein, zwei Disconnects hintereinander. Da haben sich auch ein paar Zweikämpfe gerade erledigt. Aber ihr seht's hier, Position 12, 13, 14 und 15 inzwischen auch wieder. Der Pielberg nämlich. Die sind nochmal im Zweikampf. Don Salas Grützner hinten, 17, 18 dahinter. 1,3 Sekunden auseinander. 6 Minuten haben wir noch. Und Weinzettel jetzt hier, zu viel Curb mitgenommen. Geht hier sehr, sehr weit. Einmal auf die Wiese rauf. Ja, zur Nordschleife können wir leider nicht fahren. Aber Live und Pielberg sind jetzt vorbeigezogen. Also Weinzettel heute irgendwie ein bisschen unglücklich unterwegs. Soll heute nicht werden mit dem Positionsgewinn. Zumindest nicht jedes Mal. Ein, zwei hat er sich ja schnappen können, aber hier und da doch einen Kontakt gehabt. Mal ein bisschen off-track gewesen. Aber für eine Position ging es nach vorne von der 20 auf die 15. Wir gucken kurz bei Hillegeist rein. Ist mal in der Führende der Gesamtwertung. Der versucht hier, ja, noch Schadensbegrenzung zu betreiben. Lief auch nicht optimal sein Rennen. Busfeld, Meier, Kaiser auf den ersten drei Positionen sind alles die direkten Verfolger in der Gesamtwertung. Also da werden alle voraussichtlich hier auf den Führenden was gut machen können. Kaufmann schon wieder mal off-track ein bisschen. Leider schon das zweite, dritte Mal heute. Ja, aber hat ja genügend Vorsprung, wie gesagt, in der Gesamtwertung. Von daher wird es nicht ganz so wehtun. Aber es sind noch viele, viele Rennen. Heute sind wir im 8. Rennen. Und 19 Rennen haben wir insgesamt auf dem Plan. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Porsche dem Audi gefährlich werden kann. Gucken, Zoske und Pieberg sind auch Teamkollegen, ja. Oh, jetzt ist er hier zwischen den Monkey Town Racing Boys eingeklemmt. Mal gucken. So, Hillegeist ist jetzt direkt dran, endlich. Witzmann. Also, 5 Minuten hat er noch. Also, es sind noch 3 Runden. 3 Runden, ja. 3, 4 Runden, sowas um den Dreh rum. Sollte vielleicht noch genügend Zeit sein, um zumindest, ja, kurz hinter das Podium zu fahren. Schauen wir mal hinten raus. Guck noch mal, ob es noch weitere Strafen gab. Alisch auf der L, 5 Sekunden. Weinzettel der AMG, den wir gerade gesehen haben, off-track 5 Sekunden. Ja, ist dann die Frage, ob es überhaupt lohnt, nochmal zu überholen an seiner Stelle, weil dann wird er eh wieder zurückfallen, sage ich mal. Könnte aber interessant werden, auf der 15 fährt er gerade. 5 Sekunden Strafe, 5,4 Sekunden Vorsprung vor Patrick Dehn. Der wird das natürlich sehen in seinem HOD. Guckt vielleicht, dass er den Abstand unter 5 Sekunden bekommt. Dann wird er, wenn ich mich wie gesagt nicht täusche, noch einen Punkt mitnehmen. Auch sehr, sehr interessante Konstellation da hinten. So, wir sehen, Hillegeist macht hier richtig, richtig Druck. Mal sehen, ob das hier gut geht. Schumacher ist auf jeden Fall. Ja, das sind wie gesagt die letzten Punkteplatzierungen. Da geht es jetzt nicht um so viele Punkte, aber im Mittelfeld ist es auch in der Gesamtwertung immer relativ eng. Also wenn man da mal ein, zwei Punkte mehr holen kann, in mehreren Rennen, summiert sich das auch ganz gut auf. Weiß jetzt, wen das da interessiert, was die Gesamtwertung angeht. Wer so im Mittelfeld fährt, den interessiert es dann meist nicht ganz so, als wenn man ganz vorne mitfahren kann, aber ja, wer weiß, der eine oder andere wird sicherlich die Punkte zählen. So, gucken wir mal hier, Gutierrez, alle hintereinander durch. Mal sehen, ob wir hier noch Angriffe sehen. Hier vorne auf jeden Fall. Hillegeist ist hier fest entschlossen, sich Position 4 nochmal zu holen. Wir gehen mal auf seine Motorhaube drauf. Mal sehen, ob er hier irgendwo einen Überraschungsangriff setzt. Hier Innenseite deutet er sich an, aber wird nix, wird nix. So, jetzt wird er hier versuchen, von außen mehr Schwung mitzunehmen. Immer wieder das gleiche Spiel. Aber klappt nur, wenn der Vordermann auch einen Fehler macht. Auch hier wieder in angetäuschend bisschen 390. Witzmann rutscht da etwas raus. Ist die Frage, kann er sich trotzdem daneben halten? Er versucht es irgendwie, aber außenrum könnte es funktionieren für Hillegeist. Ja, und jetzt hat er die Innenseite. Aber oft hält der Außenmann nochmal dagegen. Obwohl jetzt, ja, muss er sich dahinter einordnen. Also da hat er den ganz kleinen Rutscher den Fehler von Witzmann ausnutzen können. Und ja, wenn er jetzt keinen Fehler macht, sollte er nochmal ein bisschen was an Luft nach hinten bekommen. Ihn hier loswerden können. Mal schauen, ob es da noch einen Gegenangriff geben wird. Wir gehen mal wieder zur Vierergruppe. Zwei Porsche zwischen einem Audi und einem AMG. Ja, wie gesagt, Weinzettel erwarte ich nicht unbedingt, dass er nochmal angreifen wird mit seiner 5-Sekunden-Strafe. Ja, bringt das nichts. Gute Nachricht für ihn. Es wird an der Endposition voraussichtlich nicht viel ändern. Patrick Dehn dahinter 6 Sekunden.
würde aktuell reichen, um auf Position 15 ins Ziel zu kommen. Aber klar, er wird hier dranbleiben. In der kleinen Hoffnung, dass ihr vorne vielleicht nochmal einen Fehler macht oder einer irgendeinen berührt. Dann kann er da auch mal vorbeigehen. Und ja, wenn es ein größerer Vorfall ist und der dann 5 Sekunden verliert, würde er tatsächlich nochmal eine Position gewinnen. So, 1,5 Minuten noch. Der Führende, ja, müsste jetzt in die letzte Runde reingehen. Genau, da hören wir es auch. Also Hussfeld, der Porsche auf der 1 mit 8 Sekunden Vorsprung inzwischen. Also der ist der schnellste Mann heute. Wird dann sein vierter Sieg. Ja, vierter Sieg. Sein 5. Rennen allgemein und schon wieder die schnellste Runde. Also in jedes Rennen, was er gefahren ist, hat er sich die schnellste Runde geholt. Und damit einen Extrapunkt, den man dafür bekommt. Oh, kleiner Quersteher hier von Linz. Eieiei, der steht da ganz gut unter Druck. Der Pielberg, der kommt da ganz gut durch. Guckt da, weiß nicht genau, links, rechts, wo kann ich vorbeigehen. Außenrum, jetzt schauen wir mal. Jetzt rutscht er selber vielleicht weg. Nee, rutscht doch nicht weg. Passiert auf der Außenbahn gerne mal. Aber da geht er tatsächlich dann jetzt doch vorbei. Also einmal der Tausch zwischen den beiden Porsche. Ja, und Weinzettel, der Arme, der hätte da gerne angegriffen. Bringt aber, wie gesagt, eigentlich nichts. Da geht er eigentlich nur unnötiges Risiko ein. Kann jetzt eigentlich nur, wie gesagt, hoffen, dass da vorne was passiert. Aber in der Schikane gehen beide hintereinander durch. Keine Side-by-Side-Action in der Schikane. Haben wir heute eh sehr, sehr wenig gesehen. Fast gar nicht, möchte ich mal sagen. Da wurde sich gut zurückgehalten. So, Hillegeist vorne übrigens. Ja, kann sich, denke ich, vorne halten. Sollte soweit gebongt sein. Chris Kaiser 2 Sekunden noch an Pierre Meyer dran vorne. Aber ich denke, das wird da keinen Angriff mehr geben. So, letzte Runde auch für die Gruppe hier, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben dürften. Ah, Grützner und Salas, weiß nicht, bei den Aston Martins eine Sekunde. Weiß nicht, ob es da nochmal einen Angriff geben wird. Wir müssen gleich nach ganz vorne gehen. Der erste ist jetzt gleich in der Schikane. Da wollen wir den Zieleinlauf natürlich nicht verpassen. Ja, AMG Arena auch nichts passiert. Also Nick Hussfeld jetzt hier in der letzten Kurve. Ja, vor allem nach dem Boxenstopp konnte er sich da durchsetzen. Hat den Vorsprung ausbauen können. Die schnellste Runde, 54,3 wird mal angezeigt. Ob es tatsächlich die schnellste ist, weiß ich leider nicht. Setzt sich ja immer zurück nach dem Boxenstopp. Aber herzlichen Glückwunsch an Nick Hussfeld. Holt sich hier sehr, sehr viele Punkte. Pierre Meyer von der 2 auf die 2. Sehr solides Rennen hier vom Audi-Piloten. Chris Kaiser, ja, von der Pole gestartet auf der 3. Immer noch das Treppchen. Denke, da kann man trotzdem sehr, sehr zufrieden sein. Und Hillegeist hat sich da eben ja noch den Witzmann geschnappt auf der 4. Auf der 5 kommt er nämlich ins Ziel. Jetzt müssen wir aber wieder zur Gruppe gehen, die sich gerade ein bisschen geteilt hat. Da haben wir nämlich Zoske und Pielberg, die wir hier sehen. Und Linz Live und Weinzettel dahinter. Und noch den Zweikampf zwischen den beiden Aston Martins vielleicht. Aber gehen wir mal hier chronologisch durch vielleicht. Während die anderen Positionen alle gerade ins Ziel fahren. Binke, Noack, Schneider sind schon im Ziel. Der Lamborghini auf der 9 Krupp. Kurt Hassel haben wir auf der 10. Alisch auf der 11. Dann kommt Zoske, den wir hier sehen. Ja, Schikane nochmal ordentlich bekommen. Dann sollte es Position 12 werden. Aber das hat man jetzt schon 30 Mal geschafft. Dann sollte es auch jetzt klappen. Jawohl. Pielberg wird wahrscheinlich 13. werden. Linz Live mit 7 Positionsgewinn. Der AMG trotz der Strafe wird 15. bleiben. Geht alles so ins Ziel, denn der BMW dahinter knappe 6 Sekunden. Und dahinter die beiden Aston Martins nochmal im Zweikampf ganz knapp gewesen. Zumindest mal fast nebeneinander. Aber Don Salas kann sich hier nochmal gerade so retten auf der 17. Markus Grützner geht hier auf der 18 ins Ziel. Und dann dürfte nur noch Phil Bartel fehlen. Der Lexus auf der 19. Leider 7 Positionsverluste. Also lief heute nicht ganz so dolle. Vielleicht ja dann beim nächsten Mal, wo wir dann auf Zolder sein werden. So, das müsste der letzte aktive Fahrer sein. Jawohl, damit haben wir sie alle, ja, 22 sozusagen, die noch aktiv sind, ins Ziel bekommen. Einige Autos verloren. Und wir gehen sofort einmal ins Studio. Zack, so. So, kann man mal auf Fahren klicken hier. Och, Server schon weg. Toll. Dafür kriegen wir ein paar hübsche Bilder hier im Hintergrund. Ja, wie gesagt, in 2 Wochen, glaube ich, sind wir dann auf Zolder. Also schon wieder eine Woche Pause. genau, am 7. November, nee, ist heute, Quatsch, 21. November, Zolder sind wir dann. Auch wieder 1 Stunde Rennen. Nächsten Montag also kein Racing League eSports. Ja, was für ein Rennen. Anfang hatten wir leider hinten einen kleinen Crash. Hier und da im Rennen auch die eine oder andere Berührung. Auch einige Abflüge, Schumacher S vor allem. Und
wie heißt die Kurve, die Rechtskurve vor der Schikane halt, oder davor nochmal, den Berg runter, ein paar Abflüge gesehen. Schöne Gruppen, vorne war es bis zum Boxenstopp spannend, danach leider hat es sich auseinandergezogen, aber war doch eine sehr, sehr interessante Stunde, würde ich sagen, was das Rennen angeht. 2 Wochen geht es dann weiter, auch Zolder, wie gesagt. Jetzt gucke ich nochmal kurz, wohin wir raiden könnten. Ah ja, hier, oder? Wird hier gefahren, ich schau mal kurz. Oh, ist gerade vorbei. Mist. Gucken wir mal hier. Oh, ist nicht so lange online, denke, der fährt noch ein bisschen. So, gehen wir mal zum Ralle-TV rüber. Ja, danke noch für den Follow, Andreas. Danke für dein Follow. Danke für die Raids an die PWA-Jungs hier. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Die nächsten Stream werden wir tatsächlich erst Donnerstag sehen bei mir. Also morgen, übermorgen streame ich ausnahmsweise mal nicht. aber auch nicht schlimm, denke ich. Denn Donnerstag sind wir bei Hove Racing wieder am Start. Auch da wieder, glaube ich, 1 Stunde Rennen. Und dann weiß ich gar nicht, ob am Wochenende noch irgendwas ansteht. Muss ich mal nachschauen. Aber wie gesagt, wünsche euch einen schönen Abend. Hoffe, ihr hattet bis jetzt einen. Genießt noch den restlichen Montag. Lasst mal ein paar Grüße beim Ralle-TV da. Ich hoffe, der fährt noch. Gerade erzählt er irgendwas. Naja, aber dann bis Donnerstag spätestens. Und ciao, ciao.